So ruhig hier, ne? Ich habe jetzt ich habe den Countdown ganz gut eingestellt. Guck mal, der ist jetzt abgelaufen. Und das war, wo ich nicht vergessen habe, den. Oh ne, warte mal, das war den. Mein Hunger! Das ist gar nicht so richtig im Griff, oder? Ja, okay, bist du's? Ich bin's. Oder ist es dein. Warte. Oh, oh nein. Ist es eine schlechtere Version von dir? Komm, wir machen Musik. Das gleiche fragen wir uns. Von Gunnar, über Gunnar. So, das ist, eigentlich sind wir schon drauf. Was sind die richtige Position? Über oder von Gunnar? 1, 2, 3, on. Deine Blicke zu erwidern fällt nicht leicht. Es ist ein Leistungssport. Vielleicht fehlt mir die Kraft oder der Mut, mich nicht zu wehren. Doch zwischen Träumen und Vernunft klafft eine Kluft aus noch mehr Vernunft. Und es fällt immer schwerer, mal einen Fehler zu begehen. Denn wer weiß schon, was er will. Ich weiß zumindest, was ich hab. Ich weiß auch, wie es ist, was zu verlieren. Hi, Fred. Dann alle. Alle.
wir wären das perfekte Grab für mein Gewissen. Und gewiss mag so ein Trip ins Ungewisse faszinieren. Doch so richtig und korrekt es mir auch scheint, zu widerstehen, genauso falsch scheint es mir auf deinem Wunder. Hallo, guck mal, genau. Das seht, mit was ich gezwungen bin zu arbeiten. Das ist hier mein kleines Behindertenschlagzeug heute. Weil ich darf ja keine großen Sachen spielen. Ich darf ja nur meine Finger bewegen und das geht. Ein echter Bäcker packt sich auch aus dem Gefängnis rein. Als mein Arzt zusieht. Müsste ich hier echt was hören? Ja, eigentlich ja. Nee, höre ich aber nicht. Du hörst gar nichts? Nee. Also ich höre euch, weil ihr im Raum seid, aber... Warte mal, ich hab dich nicht richtig rein... So ist besser, oder? Nee. Immer noch nicht? Ich höre immer noch nichts. Hä? Wieso hörst du nichts? Ich hab... Ist alles wie immer eigentlich. Jetzt ist alles wie immer. Ihr hört das? Ich höre mich ein wenig, doch. Aber also, hörst du dich hier im Raum oder hörst du dich... Nee, ich glaube, ich höre mich auch ein bisschen über die Kopfhörer. Hallo? Ein bisschen, doch, doch. So. Okay, nee, ich höre nichts. Geringfügig, aber ja. Hallo? Nee. Auch ich höre. Ist der Kopfhörer kaputt? Och nö, aber komm, ich höre euch ja. Dann, oder hol dir mal andere Kopfhörer. Aber ich höre euch ja quasi. Also warum soll ich euch denn. Ja, genau. Also warum soll ich denn die Kopfhörer? Hier den Stream hört ihr eh nicht. Also und sollte insofern ich, alles gut. Wenn sollte ihr, ich zu laut sein wenn oder so? Dann sagt das ist natürlich ihr. Doof, aber. Wir hören jetzt nur nicht, wenn wir gleichzeitig reden. Hast du gemerkt gerade? Ich strahle gerade? In der Mitte. Oder, warte mal, wir probieren eine okay, Sache. Okay, eine Sache probieren wir noch. Ja, okay. Das ist Schweißglanz, das ist kein Strahlen. Das ist. Obwohl, ich meine, wahrscheinlich ist der Kopfhörer, warte mal. Ich glaube, es haben. Hörst du sowas? Derweil. Aber, so hörst du nichts. Aber mega Freestyle. Laut. Nee, so höre ich nichts. Warte. Okay. Warte mal. Ich warte. Ich höre Anne. Okay, ja. Aber ich höre Anne, ich höre mich auch mehr. Ja. Achso, ja, ich höre es auch. Warte mal. Aber ich höre von allem mehr. Ich kann wieder hören. Also nicht auf beiden Ohren, aber... Jetzt auf beiden? Jetzt auf beiden, ja. Ja, okay. Gut, dass wir das in der halben Stunde, die wir uns vorher getroffen haben, ja. Ausprobiert haben. Mich wundert nur, dass Gunnar was gehört hat. Ja, jetzt, wo ich jetzt das so höre, frage ich mich auch, ob ich eben schon was gehört habe. Ah. Ich war also ganz, ja. Ganz geringfügig, aber wir fragen uns das alle. Jetzt ist besser. Wieso höre ich denn jetzt die Alerts? Das weiß ich auch nicht. Warum hast du die gestern nicht gehört? Ich höre sie auch. Vielleicht hast du gestern auch nichts gehört. Vielleicht habe ich gestern auch nichts gehört. Gar nichts gehört. Das ist ja erstaunlich. Okay, gut. Da ging es mir gestern wie dir jetzt.
Ich dachte, ich würde was hören. Und dann hast du gar nichts gehört. Okay, ja, schön, dass ihr da seid. Danke für den ersten Hype-Train. Danke für die ganzen Abos. Weep, weep. Weep, weep. Meeple und Wunderli und Science Ping hat gecheert und wir haben, und Punkerkartoffel ist das, aber ist nicht unser Pogo Ping oder sowas, oder? Nee, ich glaube nicht. Irgendein anderer Ping. Punkerkartoffel. Es klingt vertraut, aber vielleicht auch nur hier aus dem. Also mir klingt es vertraut, weil Punkkartoffel ein wunderschönen Kommentar unter das Musikvideo geschrieben hat. Genau, und hier sehe ich noch, Seth Orgelping ist da, Pigeonping ist da, Ping the Otter ist da und Vikingping ist da und andere Pings sind da und auch vor allen Dingen andere Nicht-Pings sind da. Wir haben heute Release, wir haben einen schönen... Oh Gott, da hinten im Fenster! Oh Gott, das ist gruselig! Was denn? Du warst im Fenster. Naja, es erscheint ja immer so ein kleiner Gunnar, wenn jemand abonniert oder wenn jemand... Beim Abonnieren, genau. Und du bist hier, da im Fenster, du bist da im Fenster hinten erschienen. Ja, ja. Das war gerade richtig gruselig. Das Alert-Fenster ist im echten Fenster. Ich hab Gänsehaut. Das ist ja ein Horror-Stream. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von meiner Reaktion oder davon, dass du im Fenster aufgetaucht bist? Von allem hier heute. Wurde nicht vorbereitet. Abonnieren auf jeden Fall und für diesen wunderschönen Beitrag. Genau, wir haben Release heute ist, ich habe es auch schon geändert. Guck mal, da unten. Gestern war da noch Tom Kaulitz zu sehen. Bevor es dir jemand anders sagt, du bist gerade hinter dem Chat. Ich weiß, ich konnte das nicht anders. Ich muss dann immer ein bisschen mit Gunnar kuscheln, wenn man mein Gesicht komplett sehen will. Aber wer will das schon? Wer will das schon? Na, jetzt willst jetzt hattest du aber. Jetzt hast du aber die. Ach Quatsch! Punkkartoffel ist noch kein Du bist Ping. Doch total schön! Ab mit dir in den Lurk. Nö, du kannst auch ruhig außerhalb des Lurks teilhaben. Ich hoffe, man hört uns gut genug. Ich kann es nämlich nicht lauter stellen. Noch lauter geht nicht. Mit dem Mikrofon. Aus irgendeinem Grunde, den ich selbst nicht verstehe, aber ich. Ich muss hier lesen. Ich kann es aber nicht lesen. Ihr könnt höchstens noch ein bisschen näher ranangeln. Vielleicht so. Vielleicht geht's so besser. Stimmt, hast du recht, Miepel. Wir sind seltener. So, genau. Läuft gut. Mach die Tür zu, wenn du gehst. Ist auf jeden Fall, wird schon ordentlich gehört und wir freuen uns sehr darüber. Also mehr als ich zumindest persönlich ehrlich gesagt dachte. Das ist ja ein kleines Experiment für uns. Weil es ein kleines Experiment ist, aber... Obwohl ich nicht dabei bin. Es wird halt immer deutlicher, dass wir Gunnar eigentlich... nicht brauchen. Och, nein. Ihr habt ja jetzt das hier. Oh, du musst... Du bist am nächsten am Mikrofon dran. Du musst ein bisschen aufpassen. Bist du bitte vorsichtig mit Gunnar 2? Weil, also ich habe ihn vorhin eben gerade sauber gemacht und er mag es nicht, wenn du ihn zu doll anfängst. Ich werde ihn heute zerstören. Ich dulde keine Maschine neben mir. Pucki, könntest du unsere Getränke einmal aufmachen? Außer lebenserhaltende. Lebenserhaltende Getränke? Nee. Katsching. Pucki hat... Ich hab mitgemacht. Ich hab im Hintergrund... gesungen. Ein alkoholfreies... Und wenn man genau hinhört, das darf ich noch. Kann man sich sogar einbilden, dass auch Gunnar mit Dö gemacht hat. Ja. Also zumindest ich habe zu diesem Song habe ich im Prinzip nur meinen Segen beigetragen. Ah gut, das machst du ja zu allem. Ja. Das machst du zu unserem Frühstück, zu das unserem Mittagessen, wahr. Zu das unserem ist Abendessen. Die totale Kontrolle. Was soll das jetzt die totale Kontrolle strebe ich. In diesem Sinne. Ja, warte mal. Achso. Zum Wohle. Oh. Der Herr. Das wäre hier erstmal so drehen, dass man die Werbung nicht lesen kann. Hoch die Hände, Wochenende. Auf euch. Wir können Verstecken spielen. Ihr zählt. Es gibt Schlechtes. Ihr zählt. Bis 5. Anne taucht mal wieder hinter die Klötenpappe. Ich verstecke mich hinterm Chat. Eckstein. Und Gunnar muss suchen. Ich fühle mich ein bisschen auf dem Präsentierteller. Poki Anne. So, fertig. Wer hätte das gedacht? Du hast geguckt. Du hast gar nicht richtig gezählt. Ich hatte das bessere Versteck. Tut mir leid, dass meine Augen noch sehr gut funktionieren. Oh. Und hoffentlich noch sehr lange.
Genau. Gunnar, du musst du gleich... Du weißt doch, was man sagt. Heile Augen, kaputtes Herz. Heile, ja. Heile Segen. Drei Tage Regen. Drei Tage Sonnenschein. Also, dann wird alles besser sein. Genau. Für alle, die es noch nicht wissen, wir dürfen Gunnar heute nicht allzu sehr aufregen. Also wir machen wir nicht das heute, was wir gestern gemacht haben. Wir reden nicht über die Landtagswahlen in Thüringen. Oh mein Gott, wo sind meine Tabletten? Und das ist auch der Grund, warum Poki und ich quasi... Gunnar umrahmen, damit er auf gar keinen Fall fluchtartig den Raum verlassen darf, weil fluchtartiges Verlassen des Raumes sich auf dein Herz gehen würde. Deswegen bilden wir sozusagen wie so eine natürliche Barriere, ja? Genau. Durch die du nicht so einfach durchkommst. Aha. Gut. Und der Arzt sagt, Gunnar soll sich nicht aufregen und dann geht Gunnar gestern mit mir tatsächlich in einen Horrorfilm rein. Also ja, erzähl doch mal, wie war's denn? Aber ich bin ja sowas auch Alien gewohnt, geguckt, wir haben Alien Romulus geguckt. Ihr dürft jetzt natürlich nicht rumspoilern, aber nee. Zeig doch mal Daumen, mach doch mal Daumen nach oben für cool, Daumen zur Seite für, ja, gab coole Sachen und Daumen nach unten für, gab eigentlich gar nicht so viele coole Sachen. Ich bin für mich. Doch, guter Stressfilm. Eure Daumen sind ziemlich gleich. Ja, nicht schlecht. Also genau, es ist auf jeden Fall weit über Mitte. Bei mir heißt der Film ja anders, bei mir heißt er Alien, ein richtig beschissener Tag im Weltraum. Richtig, richtig beschissen. Das kann nur besser werden. Ja, schön. Was mich besonders gefreut hat bei dem Film, ist tatsächlich, sind die ganzen Deponia-Anspielungen. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, fällt glaube ich unter Spoiler Alert. Warte mal. Wo ist er? Keine Ahnung. Du bist richtig auf Zack gerade. Wo ist denn der Spoiler Alert? Da. Spoiler Alert? Genau. Ich habe noch nie so... Musst du das jetzt nicht da lassen? So gute musst du das jetzt nicht da lassen, den Spoiler? Du musst du doch im Bild lassen. Ja, ich mach nur Quatsch. Was kommt jetzt? Kannst du mal da hinten in dem Case suchen, ob du das Kapodaster findest? Was ist kaputt? Das Kapodaster, na, den Schnupsi-Bupsi hier. Den Gitarren, Seitenzuhalt Schnupsi. Na, in welchem Case denn? Da hinten in dem Case. In dem Case. Im Case ich benutze das sonst nicht. Ich benutze das immer nur bei Hussa. Achso, jetzt habe ich schon verraten, dass ich gleich spielen will. Aber bitte achte drauf, welchen du benutzt, weil du hast damit ja auch schon mal eine Gitarre kaputt gemacht. Genau, deswegen benutze ich den hier, der ist für die Nylon. Kapodaster sind nämlich nichts für schwache Nerven, ja. Muss man sich schon ein bisschen auskennen. Hashtag Gunnar loben, ja, das ist korrekt. Grundsätzlich. Grundsätzlich immer. Wird das immer gern entgegengenommen. Das ist immer ein guter Hashtag. Was ist echt da los, ey? Für was eigentlich? Für deine Existenz. Ist das richtig? Ist das die richtige Tone? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt die Akkorde parat hätte, könnte ich sagen, jetzt ja oder nein. Seid ihr geplättet, denn wieder das Sette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an ihr gekettet, ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch quälen? Na, 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 na. Und Dinge dieser Art hast du wohl nicht aufgepasst. Der Punkt ist doch, dass Busauto der Kurs am Start. Ach nee. Ich glaube nicht, dass das so gespielt. Ich glaube, ich habe es eher so gespielt. Ich habe zu tief gesungen und ich wusste nicht, wo der Akkord vom B-Teil ist. Die hatten tatsächlich einen super Datasetten-Prop im Film. Der ach ja, krass, stimmt. Krass gut und viel gefeatured ist. Wem ist das noch aufgefallen außer mir?
hat irgendjemand überhaupt von euch schon den neuen Alien-Film gesehen? Die hatten tatsächlich eine Datasette. Ja. Die, und das funktioniert ja sogar so ein bisschen so wie in Chaos auf Deponia, fand ich. Ich würde auch schon mal den Anwalt einschalten. Ja. Da ist vielleicht was rauszuholen. Achso, aber die Rechte liegen bei Dedelic, oder? Na, dann halten wir die Fresse. Aber da gehen wir doch auch schon mit einem Anwalt gegen vor. Das passt doch dann. Achso, oh, sollte ich das gar nicht sagen? Ja. Also genau, Simone hat leider meine Hände so klobig gezeichnet. Außerdem habe ich nur 4 Finger im Spiel. Also kein Wunder, dass man die Gitarrenakkorde nicht... Du hast doch überall deine Finger nicht, im Spiel. ...nicht gut sehen. Hast du eigentlich mit animiert den Baden? Nee. Ich? Nee. Den Baden habe ich nicht animiert. Ich dachte... Achso, der wurde aber auch sehr viel mit After Effects und so weiter bewegt. Ich glaube, der, genau, der ist, glaube ich... Vielleicht ja. Noch... wie hieß noch gleich dieses Bone Animation Tool. Ja, ich habe es gehasst. Aber ich glaube, es war eher ein After Effects Ding, weil ich glaube, beim ersten Deponia hatten wir ja zum Beispiel noch gar kein... Spine. Beim ersten Deponia hatten wir noch gar kein Spine, oder? Nein. Nee. Und weil das eine Cutscene war, wurde die Cutscene gerecht mit Cutscene-Tools, also mit Compositing-Sachen animiert. Genau. Vielleicht auch von Rino, der auch dünnes Eis-Cutscene gemacht hat. Weiß ich nicht. Dünnes Eis? Was ist das denn? Dünnes Eis? Erzähl mal, was ist denn dünnes Eis? Dünnes Eis ist hoffentlich nicht das gleiche wie dünner Stuhl. Ist das Gegenteil von dickem Eis. So, aber ich glaube, ich habe es eben zum Schluss richtig gemacht. So, was ist es? D-Moll? Dismoll? Cismoll? Es fängt dann mit Cismoll an. C-Moll, ne? Bin komplett C. Komplett raus. Für mich ist es immer so, als würde ich es neu lernen, wenn wir es wieder proben. Ja, für mich ja auch. Ich kann da überhaupt nicht anknüpfen. Für mich also auch, möglicherweise für mich existieren auch ganz viele Varianten parallel. Und wir wissen gar nichts darüber. Ja. Ich klappe das Kapodaster auch einfach immer irgendwo ran und hoffe dann, dass es... Oh, das klingt, als könnte das ein Zungenbrecher werden. Klapp, Klappodaster. Darf ich dir so in den Schoß drücken? Das Klappodaster. Ihr wisst nicht, was hier unten... Lass das Klappodaster. Ihr wisst nicht mal, ob wir eine Hose anhaben. Das ist das Tolle am Stream. Es blinkt sogar. Du Kasper, dein Klappodaster. Hey du Kasper, lass da das Klappodaster. Es ist mein Klappodaster. Lass das. Du Kasper. Du bist fast da. Ich hab ein Klappodaster. Lass da. Mein Klappodaster hat ein Pflaster. Ich hab nen Laster voller Klappodaster. Es ist unfassbar. Übers Pflaster. Unfassbar. Bodo Wartke, zieh dich warm an. Wir kommen. Kapodasta. Bitte Kapodasta. Bodo Waska. Kann man das jetzt bitte auch weltweit einmal so richtig schön durchnudeln, damit wir richtig bekannt werden hier einmal? Kann das mal bitte auch so viral gehen? Ja. Hashtag. Wie Barbaras Rabababa. Ja. Kapodasta. Das gibt viele Sachen auf Kapodasta. Das geht gut. Kann man wirklich in so ein Bade. Ich wollte ja immer so einen Bodo Wartke-Song noch machen. Ja, zu ne? spät. Ich habe auf der Festplatte habe ich hier einen Text liegen, der heißt Der Bodo Wartke des Punk. Es steht aber nichts drin. Hier, da unten. Steht aber nichts drin. Aber guter Arbeitstitel. Genau. Ist schon mal nicht schlecht. Ich habe jetzt gleich nur den Arbeitstitel da unten. Damit kann man arbeiten. Ist doch ein guter Anfang, oder? Alabaster, Kapodaster, Master. Erinnert mich ein bisschen an diese Serie gerade mit Anke Engelke, Pastewka, wo sie anfängt, ein Buch zu schreiben und auch eine Datei macht und nur den Titel hat. Und statt irgendwas zu schreiben, ändert sie immer nur so ihr Tageswerk, so den Font vom Titel zu ändern einfach so. So. Und dann klappt sie das Ding zu und das war dann so das Tagwerk. Oh. Ach, schön. Irgendwas Schönes. Sehr schön.
Ja, was machen wir denn heute eigentlich? Was gibt es ein Konzept? Ja, erstmal musst du das vom Schoß nehmen, weil ich dir gerade gleich was Neues auf dem Schoß habe. Aha. Pflaster. Das Pflaster. Das ist doch gut. Warte mal, ich hab schon den ersten Reim. Ist Praxiping dabei, um mitzu. Warte mal. Platz da. Ich fahre mit meinem Laster vor der Kapodaster übers Laster. Wieso nicht? Geht das? Praktiping. Wir müssen hier. Ist Praktiping schon da? Nee. Oh Mann, nie ist sie da, wenn wir sie brauchen. Hier, es geht folgendermaßen. Ich möchte eine Notiz davon haben. Warum ist Praktiping zu den Geschäftszeiten nie da? Achtung, einmal kurz eine. Muss kopieren. Ja. Weil sie Nachtschicht hat und auf den Bettraum aufpasst. Ja. Bis 4 Uhr früh. So. Platz da, ich fahre mit meinem Laster voller Kapodaster übers Pflaster. Ist doch gut, oder? Das ist schon mal das Gerüst. Okay, wir spielen jetzt gleich eine kleine Szene. Ich bin eine DHL-Botin. Oh, oh. Gunnar nimmt ein Paket an und du machst den Soundtrack dazu. Also du sprichst uns. Also so, du synchronisierst uns. Dann verschwinde ich mal, aber so, dass ich den Bildschirm noch sehen kann, damit ich... Achso, man sieht mich ja gar nicht. Ja, ihr könnt euch auch nebeneinander setzen. Das wird heute meins. Ich bin die ganze Zeit im Bild. Irgendwie. Okay, warte mal. Achtung, Action. Haben wir den? Also ich muss klingeln. Ah, ich habe den in den Keller geräumt, unsere Klappe. Okay, klingelst du, Poki? Achso. Ding Dong. Wer ist da? Gunnar, du musst aber auch schon die Dinger bewegen, die Lippen. Ha, wer ist denn da? Ich gehe mal an die Tür. Hallo, ich bin's, ein großer Kopf, der DHL-Bote ist. Ich bringe einen Karton. Das ist ein Karton, es ist ein Versand. Es steht zumindest drauf, Versand. Versand? Was hat denn das mit irgendetwas zu tun? Ich hoffe, meine Texte wurden von einem professionellen Autoren geschrieben. Der so spontan ist, dass ihm lustige Texte ad hoc einfallen. Ach, scheren Sie sich nicht drum. Ich gebe Ihnen einfach das Paket in die Hand und dann falle ich aus dem Bild. Ah, oh, was ist, wird da wohl drin sein in diesem schönen Karton? Hoffentlich eine große Platte meiner Lieblingsband. Jetzt mache ich das mal auf. Haben wir irgendwas zum Hinstellen? Weil die sind das sehr ist schwer. Auch gar nicht schwer. Ja, genau. Dieses schöne ist Paket. Unser kleiner Sketch schon vorbei. Ich habe noch gar keine Vorhörne geschrieben gehabt. Kannst du hier draufstellen. Hier. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Da kam wieder der kleine Gunnar Geist. Ach, Wachbirndal hat am Fenster geklopft. Was hast du denn da, Gunnar? Sag mal, Was hast du denn da? Man kann es ja noch gar nicht sehen. Man kann es ja noch gar nicht sehen im Bild. Schon, dass wir eine Band sind, ha? Ja. So schön schief kann niemand zusammen singen. Ah, was ist denn das, Gunnar? Sag doch mal, was siehst du denn da? Das ist eine Vinylplatte, ein Album nennt man das auch. Woher weißt du denn, dass es Vinyl ist? Du hast ja noch gar nicht ausgepackt. Soll ich? Ja, na klar, du musst das auspacken. Hier, wir machen Live-Unboxing. Also erstmal auch hinten, sehr schön, ja. Schönes Artwork. Ja, also jetzt, das wundert mich, aber warum schreibt denn Miepel, hat Gunnar schon drauf gepupst? Wieso sollte er denn das schreiben? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. So ein neuer Kink oder was? Warum schreibt Miepel sowas? Warum sollte irgendeine Person auf unserem Merch pupsen? Wirklich? Hä? Das ist es nicht so, als hätten Anne und ich gestern. Das ist vielleicht in der Theorie recht reizvoll. Hinter Gunnars Rücken. Aber in der Praxis. Wir sprechen nicht hinter Gunnars Rücken über Gunnar. Das hat aber auch was mit Pupsen zu tun, dass wir das nicht tun. So. Oh. Oh. Flux hier ein bisschen ASMR. Ah, hört ihr das? Oh. Geiles Plastik. So. Hervorragend. Die sind immer noch nicht die Platte. Muss jetzt ein mehr zeigen. Ziehe ich es. Du also die mir Platte zeigen. Zieh ich raus. Warte mal, du zeigst es aber gar nicht. Das ist nicht im Bild zu sehen. Ich vergesse immer, was zu hast sehen ist auch, und was nicht. Oh! Hast du dir auch schon mal von hinten gezeigt? Wer hat denn hier meine Visage verschandelt? Na, wer wohl? Anna aber auch.
Und guck mal, ich auch. Aus dieser Entfernung sieht man das. Guck mal, hier, jetzt so proportional. Ja, man, wir sind halt älter geworden seit damals. Das wollte ich damit sagen. Ja, ich wollte rasieren. Guck mal, der Eisbär ist auch älter geworden und die Pinguine auch. Teilweise auch schon verstorben. Jetzt kommen wir aber zum Herzstück des Ganzen. So schön sieht die aus. Wer hat die denn so schön gemacht? Zeig doch mal das Etikett noch ein bisschen schön weiter ins Bild. Das ist die B-Seite, glaube ich, oder? Oder ist das die A? Das ist die B-Seite. Und das ist die A-Seite, liebe Freunde. Das sieht eigentlich nicht anders aus als die B-Seite. Doch, da ist eine andere Elu drauf. Und wisst ihr, was wir jetzt tun? Oh doch, irgendjemand hat richtig viel... Wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir unterschreiben jetzt diese Platte. Oha. Auf dem Vinyl oder auf dem Etikett? Oder auf dem, oder auf der B-Seite. Oder Innentasche? Wo wird denn signiert? Ich glaube, vorne drauf. Wir müssen nämlich noch so ungefähr 300 Stück signieren. Es wäre so gut, wenn wir das jetzt festlegen würden. Aber es sind schon noch welche da, oder? Also, oder sind jetzt schon alle vorbestellt? Nee. Nee. 100 sind vorbestellt. 100, aber ein Drittel von der Auflage. Vielleicht haben wir ein bisschen tief gestapelt mit der Auflage. Wir brauchen. Du meckerst immer, dass wir keinen Merch mehr haben. Oh nein, die können wir jetzt. Ach, die kriegt derjenige, der jetzt hier am frechesten war im Chat. So. Hört euch das an! Kann man damit Geld verdienen? Ich würde es probieren. Echt auf die Plastikfolie? Das ist jetzt ein bisschen spät. Auf die Plastikfolie. Ach, ihr wollt gar keine Unterschriften auf der Platte, ne? Lieber auf der Plastikfolie. Okay, dann holen wir. Dann ist das hier Gunnars Version, die er hat fallen lassen. Und. Wo ist denn die Plastikfolie? Nee, wenn Plastikfolie die okay ist, ist es für uns besser. Dann müssen wir die gegangen. Nicht alle auspacken. Ne? Dann, Die ist gegangen. Na, oder wir tun einfach eine ich habe eine Idee. Wir tun einfach eine Autogrammkarte dazu. Und Miepel sagt, nee, der Umkarton wird unterschrieben. Ach so. Ja. Okay, also... Also, natürlich so schön auf Annes Bart unterschreiben. Also ich meine, hier ist doch viel Platz. Ja. Ja. Aber vielleicht dann lieber auf der Rückseite, damit die Leute trotzdem ein schönes Cover haben. Genau, da hinten ist Platz. Okay, dann machen wir hinten. Oder? Hier, was haltet ihr davon? Auf die Rückseite, genau. Rückseite vom Cover, finde ich auch gut. Dann. Da hinten ist perfekt. Okay, dann mache ich hier den vor. Walten wir unseres Amtes. Oh, gleich drei Eddings. Natürlich. Amten wir unseres Walters. Haben wir doch immer. Wir müssen uns doch nie einen teilen. So. Mit dem Erhalter von Walter haben sie die neuen Richtlinien akzeptiert. So sieht die dann aus. Wenn, so sieht die dann aus, wenn die zu euch nach Hause kommt. Oh. Ihr könnt die bestellen auf Bandcamp. Ein Drittel ist schon weg. Und ihr könnt auch reinschreiben, wenn ihr bestellt, dass ihr kein Autogramm richtig haben wollt. Von einer Person weiß ich schon, ich nenne jetzt keine Namen, weil die Person anwesend ist. Wissen wir, dass sie keine Signierte haben möchte. Aber ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die eine Unterschrift haben wollen? Es ist halt so mit Angeboten. So angeboten, genau. Und dann schreibt ihr rein, wenn ihr Sammler seid, die unverpackt lassen wollen. Wir könnten aber auch Trick 17 machen, das limitieren und sagen, 150 Stück sind signiert und danach machen wir nur noch unsigniert. Ja, aber jeder, der bestellt, hat andere Vorlieben. Also schreibt es gerne in die Bestellung mit rein. Völlig ungeniert und unsigniert. Und wenn es jetzt schon zu spät dafür ist, ja. Dann kriegt ihr einfach eine unterschriebene und müsst noch eine zweite kaufen. Ja. So, ist doch auch gut. 100 haben wir schon. Ich finde es übrigens weird, dass man, wenn man sich angucken will im Monitor, dass man sich immer im Profil dann sieht, weil die Kamera ist jetzt, die ist da. Genau, das werden ja nicht so viele sein. So guckt man aber gefühlt ins Nichts. Und wenn man Kontrollblick machen will, sieht man wieder so von der Seite. Halbprofil, wie der Profi sagt. Als ob wir irgendwas Interessantes gerade angucken würden. Ja, wir überlegen glaube ich gerade alle, oder? Wir gucken auf den Chat. Ja, so sehen wir aus, wenn wir den Chat lesen. Ich guck so auf den Chat. Ich, ich,
Ich sehe da dabei gar nicht gerade noch lesbar. Ich sehe dabei gar nicht behindert aus. Hinterm Chat in dir zusammengesackt. Schön, die Vinyl. Die ist wirklich richtig, richtig schön. Ja, ich mag den Glow vom Mond. Ja, das ist echt richtig cool geworden. Er glowt so schön. Da schenken wir noch eine am Sonntag. Das kann man natürlich hier bei der Bestellung nicht sehen, aber ich habe ja halt gesagt, so ist ja Zeit vergangen und die Titanic war auf dem letzten Cover am Sinken. Habe ich jetzt hier die, wie heißt sie? Die Dingens drauf gezeigt. Die Kamera lässt nicht zu, dass ich näher dran bin. Dieses Tauchboot. Das nach der Titanic getaucht ist neulich. Das ist jetzt da drauf. Ach. Das implodierte. Ja. Also, ist noch zu früh? Und hier, auf dem Cover, auf dem ich hab's auch gesagt, aber... Auf dem Vorderbild sieht man da hinten... Ich hab dann gesagt, nee, das wäre... Das erkennt man auch nicht so richtig. Hier hinten. Da. Seht ihr, was das ist? Erkennt ihr das? Oh! Eben hat die Kamera einen kurzen Augenblick da. Cold Stop 2. Nee, 2? Cold Stop 2, ja. Ja. Oh, das ist sowieso das Allerschönste. Auf dem nächsten Cover ist dann die Yacht vor Sardinien. Jetzt wird's aber böse hier. Als würde uns das nicht gefallen. Ich mag's ja so. Böse. Also wir treffen uns nächste Woche zum Unterschreiben. Ja. Das heißt, wir machen jetzt hier nicht weiter, oder? Bis dahin ist hoffentlich der Chat weg, weil ich kann halt echt schwer unterschreiben. Wollt ihr gerade noch ein paar unterschreiben? Hm? Nee, ne? Wir gucken jetzt. Ja nö, den Spaß heben wir uns auf. Ich kann echt kaum was erkennen durch den Chat. Unterschreibesession. Ja, dann darf es keinen Chef geben. Hä? Ist doch ganz einfach. Schreib mal weniger. Ah, ich scroll mal einmal hoch. Warte. Den Link zur Vorbestellung. Da ist der Link zur Vorbestellung gewünscht. Ich scroll mal den Chat hoch. Warte. Da bist du schon hinter dem Chat. Und nochmal. Dankeschön, Miepeping. Und nochmal hoch. Schieben. Ihr müsst mit alle herpacken. Wollen wir denn was spielen von seltsamen Vorkommnissen? Ja, natürlich. Was spielen wir denn von seltsamen Vorkommnissen? Oh, ich habe auf keinen Lust. wir sind alle so ein bisschen seltsame Vorkommnisse. Haben wir einen Song, der heißt Auf keinen? Leider nicht. Haben wir irgendwie eine Anekdote zu haben? Irgendwas ist ja immer... Die Welt... Ach, dumm, dumm. Haben wir nicht geprobt, ne? Sehr peinlich. Ikea-Möbelstück, mittelmäßig ist doch immer schön, aber psychologischer Sieg, Tiefkühlfach, wird wackelig, aber... Ey, du geht klar. Der ist aber nicht hier drauf. Demonetarisiert werden. Ja, stimmt. Wir mussten, wie viele Songs runter? Drei sind nicht mit drauf. Genau. Oh, jetzt haben die schon bestellt, die Armen. Also, ey, du geht klar, ist nicht mit aber drauf. Wir haben das per Mehrheitsentscheid, also auf dem Discord quasi entschieden, welche Songs runterpurzeln. Robin töten ist auch nicht drauf. Ja. Miepel, jetzt willst du es aber reizen. Jetzt möchtest du es reizen. Ich weiß auch, was er als nächstes schreibt. Andi Def schreibt, guten Abend. Aus welcher Zeitzone bist du denn zugeschaltet? Oh, Andi. Oder hast du schon den Abend, den Feierabend eingeläutet? Juhu, Andi. Andi? Andi ist Andi? Wahrscheinlich über den Polarkreis gesegelt und da... der Andi? Denn aber keine Bootgags mehr jetzt. Du Andi, ich habe eine Frage. Keine Bootgags. Aber bitte jetzt nicht als Bestechungsversuch werden, okay? Du sitzt doch zufällig, ganz zufällig, sitzt du in der Jury vom Deutschen Entwicklerpreis. Wie hoch schätzt du denn unsere Chance, mit dünnes Eis einen Preis zu gewinnen? Du kannst ganz neutral antworten. Du kannst ganz neutral antworten, hier vor unseren Fans. Es gibt nur eine Keiner wird dich dafür angreifen. Kein Druck. Ja, also einfach ganz locker sagen, Mensch. Um es ganz legal zu machen, wir beeinflussen dich auch nicht. Und, also du könntest zum Beispiel sowas sagen wie, es ist doch sowieso das Spiel der Herzen. Oder und sowas, das Geschenk, oder? Das wir dir geschickt haben, das ist
zu deinem Geburtstag nachträglich gewesen. Ah, du hast dich für die Jury noch nicht angemeldet. Ja, interessanterweise stehst du aber unter Jury, bist du mit aufgelistet. Stehst schon drin. Vielleicht wissen wir was, was du noch nicht weißt. Genau, also wenn... Auf der Seite werben die mit dir. Also wenn wir dir irgendwie mal einen Urlaub oder sowas... Du bist auf der Startseite vom Deutschen Entwicklerpreis. Genau. So. Ja. Mit dem Daumen hoch. So ein bisschen Captain Eagle-Style. Du bist quasi Jury der Woche oder so. Jury des Tages. Nein, also wenn wir dir mal irgendwas Schönes schenken können oder... Also ich wechsle das Thema jetzt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nein. Okay? Wir machen einen kurzen Cut. Andi, wenn wir dir mal irgendwas Schönes irgendwie machen können oder ganz so. Ganz einfach so. Ich könnten dir Kuchen schicken oder... Gunnar kann toll Füße massieren. Genau. So, ich muss jetzt auch. Gut, ich kann dir ein paar Socken stricken los. Oder sowas. Also das... Wir machen einfach, weil du es bist. Einfach, weil wir dich toll finden. Also ganz ehrlich, ist halt viel Gutes aus Deutschland in den letzten Jahren dabei... was soll denn das heißen? Wow. Ja, viel Gutes, wow. Viel Gutes, aber auch okay. Exzellentes. Okay. Frechheit. Gut im Sinne von gut aussehend. Charlie ist da. Wir müssen Musik machen. Wir haben uns einfach für alle angemeldet. Bestes Strategiespiel. Genau. Wir haben eigentlich uns für jede Kategorie angemeldet. Bestes Spiel, das nicht von Andi gemacht wurde. Beste technische Leistung ist doch eigentlich auch. Bestes auch, Spiel auch wahr. Produziert in der kürzesten Zeit oder so. Wir haben uns die Kategorien gar nicht angeguckt. Achso, dünnes Eis. Also wir können auch dünnes Eis spielen. Können wir? Ja, ich würde dann was. Ich habe echt Schwierigkeiten, den mit der akustischen zu spielen, aber wir können es versuchen. Warte mal, Pucki. Mimi. Warte. Ja? Ich muss dafür was musst holen. Du? Ich bin. Ja. Sag mal, sind wir dicker geworden, seit wir den Stream begonnen haben? Ich bin schon nicht mehr im Bild und ich komme auch nicht mehr rein. Ich schon. Ich bin schmaler geworden. Wir sind aufgedunsen. Wir sind ich brauche auch den Text, glaube ich, irgendwo. Oder? Kann ich den Text auswendig? Vielleicht kann ich ihn auswendig, aber vielleicht auch nicht. Ich mache ihn lieber mal auf. Öffnen. Durchsuchen. Texte. Wie geht's dir, Gunnar? Fragt Shani. Mir geht's gut, vielen Dank. Oh, wenn ich mich so muss bloß die Hände von Hochleistungssport und aktivem Schlagzeug spielen lassen, noch für ein paar Wochen, Monate. Bis November auf jeden Fall. Aber alle sagen, es geht alles in die richtige Richtung. Ansonsten fühle ich mich ja gut. Wo ist denn ich nehme meine Medikamente. Aber sonst, auch die werden weniger. Ich hoffe, ich kann das lesen. Ich kann das eigentlich nicht lesen. Ich trinke nur alkoholfreies Bier, das ist natürlich auch ein Abstrich. Aber sonst... Aha. Kein Mensch braucht Alkohol. Brauchen nicht. So geht's vielleicht. Aber mein wochenendlichen Single Malt... So, zum Sonntagabend, den vermisse ich schon. Ja, das tut mir sehr, sehr leid. Ja, mir auch. Ich muss kurz Poki was fragen. Kann es sein, dass das A verstimmt ist bei dir? Ja, kann. Das kann immer sein. Aber ich höre solche Feinheiten. Nee, ist es nicht. Okay, dann muss ich bei mir mal gucken. Das E aber vielleicht ein bisschen. Nö. Bei mir ein bisschen. Das ist ein bisschen... Aber nur minimal alles. So. Ja, finde ich auch. Wir trinken gerade eins, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, man darf mir danach Single Malt schenken. Das finde ich eine sehr gute Idee. Rauchige von den Inseln.
mal von vorne. So, jetzt muss ich ja irgendwie mitmachen. Nicht einmal den Kaffee zu genießen, ob mit Zucker oder schwarz, ob schwarz oder mit Zucker. Nichts will mir mehr schmecken, ich krieg keinen Schluck mehr runter, ums Verrecken nicht. Ohne dich zu sein, scheint mir heute nicht recht zu bekommen. Hab die Zunge mir verbrüht, doch wann erinnere ich nicht mehr. Je länger ich darüber nachdenk, wenn ich echt Zucker genommen hab, warum zum Teufel ist das Knoblauchpulver wieder leer? Ohne dich zu sein, ist jetzt für mich wie dünnes Eis. Wer weiß, vielleicht bin ich schon einen Schritt zu weit. Du hast keine Ahnung, was es heißt, ohne dich zu sein. An Tagen wie dermaßen kalt sind, hätte ich das Auto fahren bleiben lassen sollen. Es klingt zwar lächerlich, doch so lächerlich es klingt, ich wäre besser nicht gefahren, auch wenn im Wetterbericht von Glätten nicht die Rede war. Ohne dich zu sein, check, dass ich nicht doller gefahren. Ich bin viel zu deprimiert, Verkehrsschilder zu lesen, Bäume und Laternen fehlen, wo gestern bestimmt noch keine waren. Und die Ampel ist, ich schwör's, gestern noch grün gewesen. Ohne dich zu sein, ist jetzt für mich wie dünnes Eis. Das zu brechen droht. Und wer weiß, vielleicht bin ich schon einen Schritt zu weit. Du hast keine Ahnung, was es heißt, ohne dich zu sein. An Tagen dermaßen kalten Tagen fällt es schwer, die gute Laune zu behalten. Will ich's noch so sehr, doch so sehr ich es auch will, nichts vermag mich aufzumuntern, außer vielleicht diesem Bild von dir, das ich sonst bei mir trag. Doch ohne dich zu sein, steckt voll Tücken, Fallen und Finessen, fast als hätte sich die ganze Welt voll gegen mich verschworen. Hab den Haustürschlüssel aus Versehen im Handschuhfach vergessen und die Zündschlüssel im Zündschloss und die Handschuhe im Haus und das besagte Bild von dir in meiner Jacke, die liegt leider auf dem Rücksitz, ich hab selten so gefroren. Ohne dich zu sein, ist jetzt für mich wie dünnes Eis. Das zu brechen droht. Und wer weiß, vielleicht bin ich schon einen Schritt zu weit. Du hast keine Ahnung, was es heißt, nur ohne dich zu sein, dass du derzeit leider nicht bei mir sein kannst, kann ich ja verstehen. Doch bitte sieh auch mein
Denn ich sehe, wie glücklich andere sind. Wir riechen einen Rappel. Besser ist, du kommst so schnell es geht, bevor ich irgendwen verletze. Es fehlt nicht viel, bis ich unkontrollierbar überschnappe. Das zu brechen droht. Und wer weiß, vielleicht bin ich schon einen Schritt zu weit. Du hast keine Ahnung, was es heißt, ohne dich zu, ohne dich zu sein. Ist jetzt für mich wie dünnes Eis. Das zu brechen droht. Und wer weiß, vielleicht bin ich schon einen Schritt zu weit. Du hast keine Ahnung, was es heißt, ohne dich zu sein. Gewohnt, geht so, auch ganz schön auf die Fingerkuppen. Ja, ja, auch hier meine die Barré-Hand muss bei dem Song ganz schön leiden auf der Dingens. Ja. Bei der E-Gitarre ist das alles so ein bisschen fluffiger. Da muss ich nicht so viel Kraft aufwenden, aber hier. Wie habe ich das damals immer mit der Western-Gitarre gemacht? Da muss man ja noch mehr zupacken. Ups. Ah je. Oh je. Wer haben wir eigentlich das hier schon gemacht? Wartet mal. Kein Plan und kein Konzept, nicht geprobt, nicht weiter schlimm. Das ist Free in Peace. Okay. Ja, weil ich habe. Salut! Zu meiner Verteidigung, warum ich mich andauernd versunken habe, das ist hier ein alter Text, wo ich noch Sachen umgestellt habe danach. Da steht, ob mit Zucker oder Schwarz nicht mehr schmecken, nicht der Kaffee, mehr einmal ums Verrecken nicht. Und solche Sachen. Und nachher habe ich dem Text dann einfach nicht mehr vertraut. Und versuche aus der Erinnerung zu singen. Naja. Viel Spaß auf beim jeden Einkaufen. Fall. Proben muss ich den doch wohl noch. Bringst du uns was Schönes mit? Was zum Spielen? Mit Spaß. Was zum Spaß? Oh, und Schokolade. Na, ah, das war doch schön. Das war doch schön. Dünnes Eis. Wollen wir jetzt erst einmal Reaction-Action machen? Was? Wir machen Reaction-Action heute? Hast du dafür auch einen Jingle? Ich habe vor allem nicht rausgesucht, wo wir gerade waren. Was hatten wir beim letzten Mal geschafft eigentlich? Als ich sagte, bereitest du den Stream vor, Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Plan. Ich dachte, ganz wichtig ist, dass wir heute die Vinyl zeigen und dass wir den Release feiern. Aber natürlich machen wir auch Reaction-Action, ne? Oh Gott, wie kriegen wir denn jetzt raus, wo wir geendet sind? Wir müssen uns das jetzt angucken, oder was? Ja. Ah. Ah. Aber ja, nur das Ende. Ah. Wir könnten jetzt eine Reaction... Gunnar könnte jetzt eine Reaction-Action auf die letzte Reaction-Action machen. Weil er war ja bei der letzten Reaction-Action nicht dabei. Voll Meta. Eine Gunnarception auf die Reaction-Action von Gronkh auf dünnes Eis. Was von Gronkh? Genau. Jetzt wird es kompliziert. Action auf Action. Wir lieben komplizierter. Na, ihr vielleicht. Das ist bei Stream Intim. Stream Intim Compilation. Oh, guck mal, das sind wir. Hier. Das T-Shirt habe ich auch. Da ist irgendwo das Ende von dem Stream. Und du guckst jetzt, wie wir gucken. Aha. Wie wir gucken. Wie Erik guckt, was wir machen. So. Guck dir das einer an. Guck sich das, egal. Ja. Gunnar, du bist auch groß im Bild, ne? Banditis. Spendsauberkeit 1A mit Sternchen. Oh, wie du das nicht das drin sein. Das wäre nötig gewesen. Okay, du darfst nicht mehr drin sein. Cliffy,
zu Tages verdient. Ah, wollen Sie jetzt, wo wir das erledigt haben, angeln gehen? Wo muss ich eigentlich? Oder soll ich Ihnen zeigen, wie man einen Ball fängt? Oh ja. Okay, dazu muss ich gleich hören. Also das ist tatsächlich mein Lieblingsspiel. Okay, mach mal kurz Stopp. Ich habe, als wir das erste Mal grundsätzlich... Warte mal, ich kann mich selber auch nicht hören. Fieber. Wo ist denn meine Tastatur? Die hast du geklaut. Das macht mich ein bisschen fertig, dass du mit im Raum sitzt und jetzt da redest. Ja, mich macht das alles fertig. Und Gunnar redet, aber auch nicht von hier, sondern aus dem Spiel. Und jetzt reden wir aus dem Off, weil man uns gar nicht sieht. Natürlich sieht man uns, da sind wir doch im Bild. Ja, aber das sind ja nicht wir, wie wir hier gerade sitzen. Wir sind hier quasi im Bild. Warte mal, hier. Wie kann ich denn das zeigen? So, da unten sitzen wir. Da sitzt du und da sitze ich. Oder wie sollen wir auch die Lippen bewegen? Wir sind ja gerade auf Pause gestellt. Aber okay. Guck mal, ich muss ja auch den Spoiler-Alert wieder anmachen. Siehst du das? In einem anderen Stream hatten wir den Spoiler-Alert an. Da sieht man dann wieder, dass ich verschoben habe, ne? Wo ist denn die Maus? Die kann sich nicht bewegen, weil du deinen Zettel dahin mit den Akkorden hingestellt hast. Echt mal. Immer hast du was gegen meine Zettel. So, nichts Wirksames. So, Spoiler Alert. Okay, jetzt gucken wir den. Ist alles. Jetzt wollte ich hier draufklicken, aber das ist das falsche File. Hier unten ist der echte. Also bei euch ist dann der echte noch ein weiter unten. Aber Pucki, seht ihr? Darf ich ganz kurz was anmerken? Ja? Woher weißt du denn jetzt, dass wir gleich fertig sind damit? Ja, du hast jetzt 20 Minuten vor Ende machst du gerade an. Ich habe da so ein bisschen durchgeschattelt eben. Ach so, okay. Hier so, guck mal, da mache ich Musik, da bist du schon weg. Ja. Da mache ich mich über dich lustig noch. Hier, da gehst du gerade, guck mal, tschüss. Da quatschen wir, machen Blödsinn. Da, guck mal, hier gibt es Geschenke-Abos. Ich mache mich gerade über dich lustig. Da zeige ich nach links und da zeige ich nach rechts, guck mal. Und hier ist das Ende. Und das ist jetzt okay, das von hier aus 4 Minuten. Und die 4 Minuten muss Gunnar jetzt über mich hergehen lassen. Ob er den findet oder nicht. Ich war so glücklich, dass er den auch ausgelöst hat. Wisst ihr noch, ne? Das weiß ich noch, ja. Dass du da echt... weil er war ja schon auf dem Weg nach draußen. Warum sage ich wirklich die ganze Zeit über M? Ja. Mhm. Ja. Schnauze-Pogi. Fall mir nicht in den Rücken. Wir sind dieselbe Person. Halt so eine tiefe... Also, Cliffy merkt es ja gar nicht so richtig, ne? Ich kann überhaupt nicht reden. In seinem Kopf. Warum streame ich? Ich kann überhaupt nicht reden. Der eigentlich darauf hinauslaufen, also auf was anderes hinauslaufen soll. Das ist ja furchtbar. Der darauf hinauslaufen soll, so, oh, endlich mal. So, ne? Endlich mal irgendjemand. Die Absicht, dass das Kissen eine Arschritze hat. Man muss das doch endlich mal jemand honorieren. Dass Cliffys Kopf sauber ist. Okay, Wolai, du bist verwirrt. Frag mich mal. Das klingt, als wäre Sex eine Art Vaterfigur. Und dann wird das aber plötzlich zu dieser Vaterfigur. Ich finde das ganz furchtbar. Das können wir nicht lange machen. Dann kriegt der Gehirnkrebs. Wirklich. Und wenn ihr schon verwirrt seid, genau. Ja, vor allen Dingen, warum gucken wir uns das alles an? Es kommt halt nicht von außen auf wieder rauf. So. Ja, ich dachte, das ist wichtig für irgendwas. Was da eigentlich gerade passiert. So, ja, ne? Ich war erst im Krankenhaus, ich will da nicht so schnell wieder hin. Oh Mann, Gunnar, jetzt blick dich nicht so auf. Ja. Das ist dein Lieblings... Ja, ich glaube, das ist meine Lieblingsreaktion. Ja. Das ist meine Lieblingsreaktion, das stimmt schon. Ja, meine auch. Mhm. Ja. Und das war auch meine Lieblingsreaction auf die Reaktion. Ich meine auch. Lieblings- und Gunnars Reaction auf unsere Lieblingsreaction ist halt echt und wieder auseinandergerutscht. Super. Gibt's doch nicht. Hat sich vielleicht das Holz verzogen? Und hat sich vielleicht das Holz verzogen? Auch für Gunnar das. Mein Gehirn verzieht sich gerade. Ja. Wenn Gunnar das sagt, wie er das sagt, dann sagt er einfach immer das. Und jetzt musst du auch noch reden. Oh, 1A mit Sternchen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Cliffy, Sie haben es verdient, Cliffy. Jetzt, wo wir das erledigt haben. Gehen Sie nicht weg, es wird gleich wieder besser. Ich glaube, wir verlieren gerade das Spiel. Aber dass er ihn noch sieht. So, oder das ist Kunst. Wie man einen Ball das ist hier Kunst-Happening-Stream.
Es ist echt leicht, hier Sachen zu verpassen. Oh, Erik ist auch da. Der hat jetzt zum ersten Mal geredet. Guck mal, ich sagte, wir sind 6 Personen im Raum. Jetzt müsst ihr doch Andi anrufen. Wir haben ja auch mal so eine Stream-Session gehabt, Andi und ich, wo halt irgendwie bis in die Ewigkeit halt irgendwie der ich versuche nebenbei zu programmieren. Keine Chance. So. Aber jetzt wissen wir doch, an welcher Stelle wir das letzte Mal... Ja, ich finde, das war ein guter Reminder jetzt. Jetzt wissen wir alle, wo wir waren. Ja. Wo wir nicht mehr hinwollen. Also bei 30 Minuten 19. So symptomatisch. 12, 13. Das hat im ersten Raum... Mhm. So, ich springe jetzt mal nach vorne kurz. Mhm. Bis zu der Stelle, wo wir wirklich aufgehört haben. Und dann lesen wir da nochmal den Timecode. 19:43. Ja, den 19 Stunden und 43. Nee. So, und da muss ich jetzt wieder landen, ne? Oder? Anne, warum versteckst du dich denn? Vor Scham oder was? Ich will nichts mit dem Stream zu tun haben. Okay? So, 19:43. Achso, wo ist denn überhaupt das richtige Let's Play von Erik hin? Das habe ich ja auch gar nicht. Welcher Teil war denn das? Der zweite, ne? 1943. Ich hab keine Doch, natürlich. Gott, so viel Trump-Thumbnails und Scholz. Ja, ich gucke hier das nur. Ist doch traurig. Ja, ich habe kein Leben mehr. Seit. Seit ich YouTube sie gefunden in dein haben. Leben trat. Hier ist hier ist sogar noch an der richtigen Stelle. Wir hätten die gar nicht gucken müssen. Es ist noch an derselben Stelle. Du hast zwischendurch wie sonst nicht weitergeguckt. Nee, ich hab's nicht weitergeguckt. Ach so. So. Jetzt. Bücher haben wir, Bonsai haben wir, das haben wir, Bettchen haben, haben wir. Wir haben alles, Computer ging nicht, wir haben alles, wir gehen. So, aber wie mache so. Machen wir das jetzt? Hammer. Warte. Hatter. Kennt das denn noch jemand? Hier, den. Hatter. Hier kommt der. Okay, da passiert nichts anderes. Okay, dann geh wieder raus. Warte mal. Gut. Verdammt! Na gut, dann gehe ich hier wieder raus. Aber jetzt ist Anne nicht. Den Wasserbehälter schleppe ich jetzt aber nicht durch die Gegend. Verdammt! Der gehört ins Biolabor. Na! Ich stelle ihn kurz. Ja, stell ihn halt kurz zurück. Bitteschön. Warum ist denn der so akku? So, dann stell ihn wieder zurück. Verdammt. So, na gut, ist dann so hier ist noch, da ist nicht, nee, da ist Knöppel. Okay, haben wir schon alles gemacht. Ist doch gut, so. Yeah. Auf geht's zum Finale. Dann wollen wir mal voranschreiten. Ja, ja, geht so. Ja, wir ziehen richtig durch. Das ist gerade ein Speedrun, den ihr hier seht. Von so. Wegen. Erik ist gar nicht in der Lage, physisch und mental einen Speedrun hinzulegen. Hast du ihm das auch schon mal persönlich gesagt? Nee, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht mit ihm zu reden. Dann fang ich nämlich immer an zu kichern. Schulmädchen. Aber das stimmt auch nicht. Ich kicher gar nicht wie ein Schulmädchen. Ich hab eher so eine Schul. So eine, wie ein rauchendes und tiefer gelegtes so, Schulmädchen. So ein Lehrerinnen-Kichern. So ein Lehrkörper-Kichern. Wir sind alter Sportlehrer, kicher ich. Okay. Ja, doch. Ja. Ich kann mir einen alten Sportlehrer vorstellen. Ja. Ich wollte immer so ein Ernie-Kichern haben. Aber das hat meine Schwester tatsächlich irgendwann übernommen. Stimmt. Nee, die hatte meine Schwester kichert immer so, hey, hey, hey. Ach ja, dieses Maschinengewehr kichern, sind wir es. Hast du ihr das schon mal persönlich gesagt? Ich glaube, das weiß sie. Okay. Ja, ist gut. Worauf warten wir gerade? Auf den ich weiß Bus, es nicht. Oder? Ich lese noch die Kommentare. Ich glaube, wir haben es fast. So. Ja. Oben waren wir schon und haben alles gemacht. Ich möchte mal ganz kurz eben darauf hinweisen, die Tür ist immer noch offen. Ich kann so nicht arbeiten. Ist ja kein Aber ich tu's. So, dann runter. Ja, na gut. Eine Kette, ein hier, viel nichts. Sehr viel nichts.
Na, diese Hotspot-Armut ist schon peinlich bei dem Spiel. Dass man halt irgendwie, es sieht alles nach und nach irgendwas aus und nichts lässt sich anklicken so richtig, oder? Oh, da ist Sunshine, Sunshine Ping. Hallo Sunshine Ping. Sunshine! Sunshine! Danke fürs Abonnieren auch. Oh, und auch danke, Medi, fürs Abonnieren. Und Ping Ping. Ping Ping. Ping Ping. Sunshine Ping. Gracias. Ping Ping. Ping Ping. Sunshine Ping. Das ist jetzt Anis Tourette. Ping 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 Ping. Ping 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 Ping. Hast du mir das auch schon mal persönlich gesagt? Das ist das Baumann-Bermann-Vogelsson-Tourette. Das gehört auch dazu. Hast du mir das schon mal persönlich gesagt? Manchmal steht sie nachts auf und sagt: Hast du mir das auch schon mal persönlich gesagt? So. Ping, 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 ping. Und eine To-Do-Liste. Woher ich das weiß, wer weiß. Und das hier kennen wir ja auch, ne? Schalter, Leitung, Warnung, okay. To-Do-Liste. Na, dann schauen wir doch mal, was heute so ansteht. Aha, aha, aha. Da gibt's ja ein bisschen was zu tun. Aha. Gut, 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 gut. Die To-Do-Liste, die eigentlich gar nicht gebraucht wird. Ja, genau. Die meisten, wirklich, es sind wirklich 90% der Spieler, die die To-Do-Liste schon abgehakt haben, sobald sie sie gefunden haben. Nach unseren Recherchen und Stichproben. Außer eine Person, die, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber die uns quasi im Privaten anschrub. Und sagte, sie ist eventuell auf einen Blocker gestoßen. Und dann haben wir im Hin und Her und Austausch festgestellt, dass sie gar nicht die Sachen abgehakt hatte. Ja. Also diese Variante gab es auch. Aber ich glaube, die Variante, dass man die zuerst findet und dann anfängt, die To-Dos alle durchzugehen und abzuhaken, die tritt selten bis gar nicht auf. Naja, es ist halt auch... aber so ist die Code Stop 2 nochmal aufgebaut. Aber man kommt halt raus aus dem Gang vom Habitat und da geht man instinktiv halt nach rechts, wie bei Super Mario, ne? Nach oben also, um erstmal Kaffee zu machen, statt nach links unten zu gehen. Natürlich, alle Leute wollen nach rechts oben. Nicht nach links unten. Okay. In Thüringen und... nein, scheiße, ich wollte nicht schon wieder politisch werden. Oh nein. Ich hatte damit gerechnet, dass mehr Leute nach links gehen. Und boah, dann bin ich eines Tages... Es ist unglaublich. Ich hatte einfach drauf gehofft, sagen wir es mal ganz so. Ganz dünnes Eis, Pucki. Gut, ganz dünnes Eis. Ja, ich weiß nicht, ob wir das die letzten Tage so mitbekommen haben. Wir haben uns halt, wir dachten so, wir müssen auf jeden Fall uns noch vor den Landtagswahlen so ein bisschen politisch mal positionieren, nochmal deutlicher. Nicht, dass wir gedacht hätten, dass das halt irgendwie nötig wäre. Und haben deswegen halt hier und da so uns zu Wort gemeldet mit unserer Einschätzung. Und wow, hat und Anne... Und oh Wunder, oh Wunder! Nee, aber Anne hat halt... Das Internet hat geantwortet. Den Vogel abgeschossen, ne? Die hat auf TikTok... Wir haben gestern auch schon... Gestern? Wann haben wir gestreamt? Doch gestern. Die Tage verschwimmen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Die hat halt... Ist richtig in ein Wespennest gefallen. Nee, so sagt man das gar nicht, ne? Wie Sunshine Ping, die fast gerade so ein bisschen... zusammen, wie oft das TikTok reagiert wurde. Ja, auf jeden Fall, wir freuen uns wieder bei euch zu sein, wo wir wissen, dass halt jeder von euch, jeder Einzelne von euch richtig wählt. Ach, guck mal, Hücke ist halt gerade dazugekommen. Oh. Nein, niemals. Der hat doch jetzt Burnout. Oh Gott. Das ist, das ist der beste Hashtag ever. Burnout. Burnout. Wollen wir es hoffen? Sind wir auch. Nein, von TikTok muss man nicht viel erwarten, aber man sollte sich auch vor der Meinung scheuen, wie? Dass TikTok, also TikTok ist nur für Leute unter 20 und da wird nur getanzt. Nein, das ist es nicht. Ja. TikTok ist leider ein wahnsinnig riesiges Sammelbecken für Leute mit einer faschistoiden Gesinnung,
Es ist also hochgradig gefährlich. Nicht was nur, da es gibt auch tanzende, nette Leute, die tanzen auf TikTok. Es aber gibt auch Leute, die sich einfach Zimt durch die Nase ziehen. Genau, aber es gibt halt auch. Ich hab meinen TikTok-Algorithmus halt auch so trainiert, dass ich davon gar nichts mitbekommen hatte. Bis zu Annes Post. So, ne? Und dann ging es echt los. Das war wie so eine Stulonaut-Folge, bloß auf unserem eigenen Kanal. Das war echt ganz schön furchtbar. Na gut. Aber ihr wählt ja alle richtig und wir wollen jetzt nicht schon wieder über Politik reden an so einem schönen Tag. Wir möchten lieber Tjelva feiern, der abonniert hat, schon 7 Monate. Oh, dankeschön. Juhu. Vielen Dank. Ja. Wie kommst du denn voran mit deinem, du machst jetzt eine neue Charity-Geschichte, Tjelva, ne? Ich war ja mal zu Gast bei seiner Hearts on Fire Charity, also wo er mitgemacht hat. Und jetzt gibt es kein Hearts on Fire mehr, jetzt gibt es eine neue Charity. Charity. Ahoi, Brause-Schnupfen, da fange ich auch gleich mit an hier. Wenn das so weitergeht. Er schreibt jetzt gar nichts mehr dazu. Naja, okay, dann. Ich glaube aber, es kommt hier auch alles verzögert an. Das sollte man nicht unterschätzen. Siehst du? Nun muss mir nur noch ein Datum. Muss er sich nach einem Datum aussuchen. Okay. Prickelnd. Gut. Die To-Do-Liste haben wir abgehakt, glaube ich. Gut. Nein. Nicht mit Cliffy. Gunnar, du bist eigentlich total ersetzbar. Wir haben hier das elektronische Schlagzeug. Ich merke das schon. Wir versuchen Gunnar nach und nach durch durch Elektronik zu ersetzen. Scheiß KI. Das ist auch gar nicht der echte Gunnar, der hier sitzt in seiner Hand. ChatGPT, schreibe mir ein Drum-Pattern, wie Gunnar es schreiben würde. Erzähl mir einen Witz, wie Gunnar ihn erzählen würde. So, wollen wir weitermachen? Ja, ne? Ja! Komm, lass uns aufhören. To-Do-Liste mitnehmen, Stift die mitnehmen, um To-Do-Liste abzuhaken, Beobachtungsbuch einpacken, Kaffee einpacken, Zellkulturen gießen, Pinguine beobachten. Ha! To-Do-Liste mitnehmen. Tja, im Grunde ist das erledigt. Ja, das stimmt. Ich muss es nur noch abhaken. Mit dem Notizbuch. Mach's nicht komplizierter, als es ist, Cliffy. Es ist wirklich bereits erledigt. Wirklich? Und das hier? Nein. Ich fürchte, das kann man so nicht gelten lassen. Nein? Und Beobachtungsbuch einpacken? Beobachtungsbuch mitnehmen. Ja. Tja, hier ist das gute Stück. Ich muss es nur noch abhaken. Ja, das machen wir auch gleich. Und den Kaffee einpacken? Nein. Das ist der nicht? Ich fürchte, das kann... Okay, und Zellkulturen gießen? Zellkulturen gießen. Längst erledigt. Natürlich. Ich muss es nur noch abhaken. Zellkulturen gießen. Diese Melodie, die Cliff, die man hier so drin hat, ist einfach großartig. Gunda, wie ging es dir denn, als du Cliffy eingesprochen hast? Wir müssen jetzt so ein bisschen auch Behind-the-Scenes-Talk machen, weil sonst... Sonst schalten die Leute ab. Achso, es hat gar niemand geschrieben, sondern das fragst du jetzt. Wie es mir ging? Ich hatte ein wenig die Nase zu. und ich wurde etwas heiser nach hinten raus. Aber Cliffy wurde ja auch immer angestrengter. Aber das war ja eine große Session, die wir gemacht haben. Wir haben 6 Stunden, 7 Stunden haben wir durchgeballert. Ja, und wer ist denn so von, du bist ja jetzt ein alter Hase im Sprechergeschäft, ne? Wer ist denn so eigentlich der beste Sprachregisseur? Oh, wir müssen abbrechen! Oh, so. Außerhalb der professionellen Studios, für die ich sonst arbeite? Hey, das war hochprofessionell, was wir gemacht haben. Das war richtig hochprofessionell. Im Guerilla-Kellerstudio. Ja, im Kellerstudio. Periscope ist auch im Keller. Saßen, oder? Ja. Gibt's das Kellerstudio? Ja, okay. Das gibt's noch. Ach so. Also die haben ja
zwei oder drei von ihren Studios, von ihren Sprechern. Danke, Simon, es geht mir ausgezeichnet. Danke der Nachfrage. Aber die heißt nicht mehr Periscope. Aber die haben jetzt auch, Gunnar Keywords. Sagt, die haben jetzt auch eine Sprachkabine in dem, im Bürotrakt auf der anderen Straße. Keywords heißen die jetzt. Die heißen Keywords. Keywords, genau. Studios. So. Germany. Hat Finn heute hat Geburtstag, heute genau. Ich habe mich gratuliert auf. Willst du Finn mal anrufen? Auf LinkedIn. Wir wollen mal Finn anrufen. Wollen wir Finn mal anrufen und den Würstchen gratulieren? Live Geburtstagsreaction. Action. Nicht, dass er uns gleich anschreit. Ja. Weil wir irgendwie noch Schulden haben oder sowas. Lass uns mal ganz kurz, bevor wir ihn anrufen, durchgehen. Ist mit ihm alles geklärt? Ich glaube, ich habe auch dieser letzte Konflikt, den wir hatten. Schulden wir was? dieser letzte große Konflikt und Streit, den wir hatten? Ich guck mal. Wir gucken mal, ja. Wie rufe ich ihn denn eigentlich an? Über WhatsApp oder mache ich über... wie rufe ich Finn an, wenn ich Finn anrufe? Also Poki macht das jetzt übrigens nicht für Twitch. Das ist immer so, wenn er jemanden kontaktiert, ist seine erste Frage, wie kontaktiere ich die Person? Kontakte aufrufen? Unangenehm, wenn Telefonhörer drücken. Muss schnell auflegen, wenn er rangeht. Hallo. Warte mal, bevor ich irgendwas mache, muss ich dich ein bisschen vorwarnen. Du bist gerade live im Stream. Wir wollen dir zum Geburtstag gratulieren. Uns ist das gerade eingefallen und wir streamen gerade. Also nichts Falsches sagen. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Birdie. Happy Birthday to you. Ja. Das ist aber lieb. Auf ein Ständchen, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Was für eine Ehre. Und dann auch noch im Stream. Es ist uns gerade eingefallen, dass du Geburtstag hast, so im Quatschen hier vor laufender Kamera. Und dann hat Anne gesagt, ruf ihn doch mal an. Und dann, sowas darf ich halt nicht sagen, weil ich mach das ja. Finn, es war einfach nur ein Witz. Es war einfach nur ein ganz dummer Gag und schon griff er zum Telefon. Es tut mir total leid. Ich bin impulsgesteuert. Ja, ich kann nichts dagegen tun. Alles gut. Ja, ich bin natürlich geehrt. Und ihr habt wahrscheinlich wieder die 1,3 Millionen Fans, die jetzt hier mir alle gerade gratulieren. Ja, hörst du sie? Alle 1,3 Millionen. Ja, aber manchmal, leider bei der Aufzählung, Aufzeichnung, also wenn du es ja später als VOD nochmal anguckst, manchmal schafft es halt Twitch nicht, die bei der Aufzeichnung halt alle Nullen hinten mit aufzunehmen. Ne? Ja. Also wundere dich nicht, ne, wenn da ein paar zu wenig. Genau, ja, die müssen erstmal neue Chips entwickeln, damit das. Waren schon die 1,3 Millionen, ja. Ja, Twitch ist auf uns nicht vorbereitet. Wir sagen es dir ja immer wieder. Ja, cool. Wir sehen uns am Sonntag, ja? Wir sehen uns am Sonntag. Ja, wir sehen uns tatsächlich am Sonntag. Das durftest du nicht verraten. Doch, wir sehen uns am Sonntag. Natürlich. Und ich weiß gar nicht, warum man sowas nicht verrät. Solche privaten Details sozusagen. Poki möchte gerne... Ja, aber keiner weiß wo. Poki möchte gerne, dass in der Öffentlichkeit... also er möchte eigentlich nicht, dass jemand weiß, dass ihr befreundet seid. Das ist so ein bisschen das Problem. Dass wenn Poki die Frage bekommt, und Finn, wie ist es so? Weil du in der Jury sitzt vom Entwicklerpreis, oder? Das wird am Sonntag. Wir rufen die jetzt alle an, die da sitzen. Ja, genau. Gleich Cast als nächstes. Dann bis Sonntag zum beruflichen Meeting. Ja? Genau, das wird ein sehr ernstes Review-Gespräch. Auf jeden Fall, ja. Genau, feier schön. Film, mach's gut. Yo, sag schöne Grüße. Genau. Bis dann. Und wir feiern morgen. Bis dann. Tschüss. So, wen rufen wir jetzt an? Carsten. Jetzt rufen wir Carsten. Ich bin zwar impulsgesteuert, aber so impulsgesteuert. Ich hab den seit 2 Jahren nicht angerufen. Ja, siehst du? Kitte Chan, das war der Finn. Plötzlich. Und unser Komponist. Aber wird das plötzlich mitten im Stream passiert. So, das war doch schön. Ja, gut. Haben wir auch noch gratuliert. Ah. Sehr schön. Ein produktiver Stream. Wo waren wir denn gerade? Bei der Liste immer noch. Lasst uns diese Liste abhaken hier. Die Liste mit den Juristen vom Entwicklerpreis oder die Liste hier aus dem
Die To-Do-Liste. Wir könnten uns auch die Jury vom Entwicklerpreis einmal durchgehen und uns notieren, von wem die Telefonnummer haben. Dann rufen wir einfach überall einmal. Valentina hast du. Das stimmt. Die könnten wir anrufen. Mir geht's gut, danke. I'm alive. Daniel, habe ich die Telefonnummer von Daniel Marx finde ich raus. Die Telefonnummer von, wer war denn da noch alles? Da waren noch einige. Linda, ja, wir haben uns das ja nicht angeguckt, deswegen wissen Linda wir Breitlau, finde ich raus. Wir kennen sie aber wirklich alle. Ja. Nee, da sind, man muss sich mal diese Liste reinziehen, da stehen halt ungelogen 200 Leute drauf. Ich glaube, die haben einfach die komplette Games-Branche auf diese Liste von Juroren für die Andi wusste nicht mal was davon. Also. Genau, also da stehen wirklich 100 Leute drauf, kein Scherz. aber du stehst nicht drauf, oder? Nee, ich stehe nicht drauf. Bist du dir so ganz sicher? Ich bin ja nicht in der Branche. Ich mache keine Computerspiele mehr. Stimmt, ja. So, komm, jetzt. Ich mache nur Musikvideo-Spiele. Wie dieses hier. Wuhu. Musikvideos wie dieses hier. Weiter im Text. So. Okay. Und wenn ich den Kaffee jetzt mit dem Kaffee einpacken? Kaffee einpacken. Yep, ist dabei. Ich muss es nur noch abhaken. Ja, und Pinguine beobachten? Darum kümmere ich mich zuletzt. Ja, gut. Und wenn ich die To-Do-Liste mit der To-Do-Liste benutze? Ach, warum geht das denn nicht? Warum? Hä? Bei diesem Spiel geht ja gar nichts. Darum... Schade. Ich dachte, jetzt kommen wir hier irgendwie so, weiß ich nicht. Dafür hattest so eine Meta-Ebene. Du auch wirklich nichts, oder? Okay, dann Stifti. Okay. Was haben wir? Dafür hattest du auch wirklich keine Reaktion, ja, oder? Ja, die To-Do-Liste mit der To-Do-Liste verwenden, dafür hatte ich tatsächlich keine Reaktion. Alles klar, ja. Ich weiß gar nicht, warum nicht, weil ich dachte, dass man die To-Do-Liste gar nicht benutzen kann mit anderen Items. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ja, die ganze To-Do-Listen-Nummer war irgendwie so eine große... Dass die halt auch extra... Achso, das taucht ja hier gleich erst auf. Er hat die ja jetzt richtig, erst aufgenommen. Richtig. Dann hakt er die gleich ab, wie es allen geht. Ja. Und das ist halt das eigentlich Doofe daran. Man erledigt die To-Do-Liste komplett und braucht sie danach ja nie wieder. Ja. Indem man sie abhakt. Die Leute sehen diesen Screen ein einziges Mal, dann machen sie ihn zu. Ja. Und dann kommt das Tutorial, wie man die To-Do-Liste benutzt. Ja. Weil Bade gesagt hat, das kannst du nicht machen. Das ist das einzige Mal im ganzen Spiel... dass man irgendwo den Rechtsklick benutzen kann. Bade hat am Sonntag, Geburtstag. Ach, Bade hat auch Geburtstag. Den könnten wir schon mal anrufen und schon mal gratulieren. Entschuldigung. Den können wir heute besuchen. Geht so, Bade. So gut war der. Also ich komme Sonntag nie extra vorbei, deswegen. Ich muss mich noch schonen. Ja, so diese Geburtstagsparade. Wir vertreten dich überall. Gunnar und ich, wir haben ja auch demnächst Geburtstag. Ja. So viele Geburtstage. Es sind alles Jungfrauen. Von so vielen guten Menschen. Das ist doch nicht. Nein. Das ist unangenehm. 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 Ja, an deinem Geburtstag verschicken wir die ersten Vinyl übrigens. An meinem oder an seinem? An deinem. Ja. An deinem Geburtstag. Okay. Die erste Vinyl geht an dich. Ich so. Ja, auf dem Mittwoch dieses Jahr. Genau, und jetzt hast du ihm die Überraschung verdorben. Happy Birthday. Das ist dein Geschenk. Du kannst ihn zum Unterzeichnen kommen, deinen ganzen Geburtstag lang. Nein, die müssen vorher unterzeichnet sein. Was denkst du denn? Ja, du kannst ja in deinen Geburtstag rein unterschreiben. Rein unterschreiben. Oh ja, eine Subscribe-Party. Apropos... rein unterschreiben. Ich muss mal kurz wohin gehen, sonst unterschreibe ich gleich irgendwo rein. Aha, in den Schnee, in den nicht vorhandenen. Ja. Verstehe. Nein, ich weiß es nicht. Ich muss diese Themenwechsel nur immer mit apropos ankündigen. Wir kommen übrigens überhaupt nicht voran. Ja. Wollte ich nur einmal kurz ihr könnt sagen. Überraschung. Quasi mal, ihr könnt ja auch ohne mich kurz vorangehen. Ja, dann, wie komme ich denn hier überhaupt raus? Dann erstmal drüber schreiten. Kannst du nicht auf der anderen Seite voran raus? Schreiten. Voranschreiten. Voranschreiten. Wo geht das denn hier weiter? Auf welches Knöpfchen muss ich drücken? Auf Leertaste. Auf was? Leertaste. Ach, Leertaste. Mhm. Na gut. Ach so. Feuer frei. Für alle, die nicht wissen, was passiert. Poki geht uriniert. Jetzt pissen. Ach so, na gut. Ach, du urinierst. Ich dachte, du gehst... Das mache ich danach, aber das Erste ist dringender. Bitte in der richtigen Reihenfolge, Hände waschen! So, und nun wieder Kultur.
Das haben wir. 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 Darum kümmere ich mich zuletzt. Schade. Ah, verdammt. Okay, dann raus. Ja, Cliffy hat die To-Do-Liste erhalten. Die To-Do-Liste ist ein besonderer Gegenstand. Du kannst ihn dir jederzeit mit der rechten Maustaste erneut ansehen. Warum sollte man? Das ist wahr. Braucht Und man hier? Nicht. Nee, da? Nein, da? Nein, da. Da geht's. Okay. Raus. Gut, aber wir haben ja schon alles. Wir haben ja... Und hier gibt's sonst nicht. Da haben wir ja schon. Ich geh raus. Alles erledigt? Ja. Tja, dann kann es wohl endlich losgehen, was? Ja, hoffentlich. Eismeer, ich komme. Juhu. Wunderschön hier draußen. Jetzt hat sich alles gelohnt. Ah, oh, warte mal, jetzt zum Windrad. Da waren wir schon mal. Oh. Ah ja, das Windrad, da gehe ich mal kurz hin. Irgendwie hatte ich mich gestern nicht so richtig im Griff. Mhm. Naja, im Endeffekt ist ja alles gut gegangen. Aber was war mit den Pinguinspuren? Naja. Was war denn mit den Pinguinspuren jetzt? Notizen, Windrad? Das habe ich bereits repariert. Auf eine für meine Verhältnisse recht unorthodoxe Weise zwar, aber was soll's. Ah, okay. Die Mühle läuft wieder. Oh Gott, ich sehe gerade... Diese Leiter, die einfach unten aufgehört hat, da muss man da rüber... Oh Gott, das sieht schrecklich aus. Sieht ganz furchtbar... Oh Gott, da kriege ich jetzt schon... Dann hier Kaffee. Das habe ich bereits repariert. Okay, gut, da ist jetzt nichts mehr zu holen. Schade, ich gehe nochmal zur Station. So. Und dann, weil es ein guter Einwand ist, will ich mal... Keine Zeit mehr verplempern. Nein! Wenn ich rechtzeitig vor Sonnenuntergang wieder zurück sein will, muss ich jetzt aufbrechen. Nein! Schade! Nein, ich wollte noch mal reingehen. Okay, dann Schneemobil. Der Schneemobilschlüssel ist im Schuppen. Ich gehe nicht gerne in den Schuppen. Der Schuppen ist hängsreich. Oh Gott. Wahr. Was mit dem? Und Hank ist immer so furchtbar unordentlich. Oh Gott. War. War? Er war furchtbar unordentlich? Wo ist denn der Schuppen? Links. Links ist der Schuppen. Links. Beim Windrad war noch ein Gebäude, ne? Das ist recht. Was ist denn mit Hank? Nee, das ist die Station. Hä? Oh. Nur hier gibt's nur das Windrad, nicht Station. Das ist doch der Schuppen da hinten, oder? Ja. Ach, das Bild dreht sich bestimmt. Also scrollt bestimmt, wenn ich da rübergehe. Vielleicht. Los, scrolle Bild. Jetzt. Ja, ja, das scrollt es. Ah, wie schön das Bild scrollt. Keine Kosten und Cold Stop 2. So, warte. Oh, Kabelgabelstapel. Der gute Kabelgabelstapel. Oh. Die lasse ich mal hier. Am Eismeer gibt es keine Kabel. Und auch sonst nur sehr wenig zu gabeln. Aber vielleicht was zum Stapeln. Eine Scharnierschaufel? Die ist hier leider nicht so nützlich, wie man denken würde. Kannst ja hier vor aufräumen einfach ein bisschen. Da draußen liegt doch gerade Schnee. Leuchtraketenvorrat? Kann ich die Tür zumachen? Ah ja, Klassiker. Hinter der Tür ein Klassiker. Leuchtraketenvorrat? Ich bin nicht einverstanden, dass wir die Leuchtraketen so nah an der Station aufbewahren. Jetzt wo Hank nicht mehr da ist, könnte ich das eigentlich nochmal zur Abstimmung bringen. Ist Robbie überhaupt noch da? Okay, Notizen und Kabelgabelstapel. Die Kabelgabeln sind heute ausnahmsweise einmal nicht Teil meiner Ausrüstung. Na gut. Okay, und die Leuchtraketen? Eigentlich gehören Leuchtraketen auch zur Standardausrüstung für Feldeinsätze. Aber? Aber ich glaube, wenn wirklich was ist, dann winke ich lieber. Ja, das sieht man ja auch von überall. Und der Schneemobilschlüssel? Jetzt ist meine Ausrüstung wirklich komplett. Okay, na gut. Und Thermosbecher Kaffee? Die Kabelgabeln sind heute ausnahmsweise einmal nicht Teil meiner Ausrüstung. Schade, warum geht das nicht? Stifti? Die Kabelgabeln sind heute ausnahmsweise... Ah, schade, schade. To-Do-Liste? Die Kabel... Ah, wir könnten okay. jetzt Dann nehme gehen. Ich den Schneemobilschlüssel. Vielleicht.
So, prima. Und dann? Ich würde dich so gerne mitnehmen, aber geht leider nicht. Genau, warum pausieren wir? Wir pausieren kurz, damit der Meister passieren kann. Mit Passierschein. Richtig. 38. So, wir verlassen gerade den Schuppen. Oder versuchen es zumindest. Ihr sollt mich doch so nicht in der Öffentlichkeit nennen. Frisch verrichteter so. Dinger geht es weiter. Die Tür klemmt. Wird er sie öffnen können? Schauen wir mal. Hank sagt, er hat sie geölt. Was? Tja, dann schieße ich meine Leuchtrakete ab. Ich bin nicht einfach... Verdammt. Okay, die Tür klemmt und es ist sehr dunkel. Und wir haben sonst nichts hier. Die Schneeschaufel können wir... Oh, warte mal. Kann ich die Schneeschaufel vielleicht hier? Wo ich hingehe, brauche ich keine Schneeschaufel. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Autos. Keine Straßen. Wo ich hingehe... Straßen. So. Okay, gut, das ist immer dasselbe. Wie kriegen wir die Tür denn jetzt auf? Er war so ein unfassbarer Nichtsnutz. Dann eben mit etwas Gefühl. Oh. Physikalisch auch sehr interessant. Ich dachte auch, aber ich dachte auch beim ersten Mal, als ich es getestet habe, das sei ein Fehler. Das ist ja beinahe schiefgelaufen. Brave Leuchtraketen, nur nicht explodieren. Da habe ich ein bisschen an den Animationen gespart, aber da wären wir wieder und raus. Also, Lena hat sich da ziemlich an meine Frame-Anzahl gehalten. So herrlich sinnlos einfach. Liebe es. So, okay, wir haben den Schlüssel. Aber haben wir mal, auch Notizen? Warte mal kurz. Soll ich einmal. Ich guck mal, ob ich meine Original Scribble-Animation habe. Ich mal ganz schnell was wegbringen. Also ich auch du, Brutus. Die müsste natürlich im im Ordner sein, wo ich wo ich die Hintergrund. Ich glaube, die ist einfach im Hintergrund mit drin. Moment, da. Gucke ich doch einmal nach. Unter Kulissen wahrscheinlich. Dann hier Chapter. Nee, das ist schon längst Chapter 2. 2017 würde ich schätzen. Nee. Ah, 19? Nee. 2016. Auch nicht. Ah, 2018. Nee. Das sind alles schon die Close-Ups. 2015? Auch nicht. 2014. Ja, 2014 ist es. 2014 Schuppen Anni. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Das ist meine Arbeitsdatei, die ich jetzt öffne. Offensichtlich mit Photoshop Beta. Dann, wenn ich da einen Klick drauf mache, sage ich mir, es gab so einen Zeitraum, wo Photoshop diese KI-Sachen ausprobiert hat. Und seitdem öffnet sich Photoshop immer nur noch mit Photoshop Beta. Da habe ich mir nämlich eine Beta-Version von Photoshop, obwohl ich halt die natürlich die Hauptversion benutze, installiert. Aber mit Doppelklick ist jetzt nur Photoshop Beta zugeordnet. So. Oh, da habe ich schon gecroppt. Ah. Oh. Croppzeug. Aber wartet mal, das kann man ja trotzdem einmal sehen. Ich hab's hier gekroppt. Ja, super. Gut gemacht, Poki. Du willst uns was zeigen. Aber es geht, man sieht es nicht. Du willst uns was zeigen. Warte mal, ich guck mal, ob vielleicht auch die Animation noch im anderen Screen drin ist. So. Oh Mann, die Flugzeuge sind aber ganz schön laut auf dem Kopfhörer. Hier gibt es Pokis Privatchat. Nee, ich fürchte. Aber man kann hier einmal kurz gucken, so, ne? Da habe ich den Karton gezeichnet. Hier habe ich den OV für Overlay. Ich
Ich glaube, das ist auch die Bezeichnung, die wir bei der Dedic immer hatten, ne? UV. Genau. Ja. Und ist hier noch eine alte Version vom Karton? Ja, so eine hässliche Version. Ist da auch noch ein Skribbel von drin? Nee. Schlüssel. Tür auf, Tür zu. Türchen zu. Mach die Tür zu, wenn du gehst. Ja. Da, 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 da. nee, aber die Animation ist hier leider nicht mehr drin. Schade. Skribbel. Oh, wollen wir mal gucken, wie das Skribbel aussieht? Oh ja. Dann mache ich hier mal alles zu. Auch den Karton weg und den OV. So sah mein Skribbel aus. Naja, das sieht man so ein bisschen, ne? Es ist ja unspektakulärer, als ich jetzt gehofft hatte. Oder? Also du hast gehofft, dass es unspektakulär ist, aber ist es jetzt noch unspektakulärer? Ist es sogar noch unspektakulärer, ja, genau. Also übertrifft es deine Erwartungen quasi. Genau, ja. Faszinierend. Naja, so sieht das hier aus. Und guck mal, hier habe ich sogar einen Fluchtpunkt eingezeichnet. Die Ebene heißt sogar Fluchtpunkt. Oh, die Praktikantin ist eingetroffen. Ja, jetzt ist auch zu spät. Die Geschäftszeiten sind von... Hallo, hallo. Ja, wir hätten dich auch schon gebraucht. Jetzt musst du den Stream nochmal nachgucken und dann dir da Notizen machen, wo wir es gesagt haben. So. Ist leider, ich glaube, in dieser Datei gibt es diese ganzen Animationsebenen noch mit drin, in der anderen. Aber da habe ich schon gecroppt, also den Hintergrund auf die letzte Animation, der versehentlich abgespeichert. Naja, okay. So ist es manchmal. Praktiping wurde schon auf dem Discord gebrieft. Sehr gut. Schon notiert, Chef. Das System, was wir uns aufgebaut haben. Ja. So, gehen wir mal zurück zu dem. So, will noch irgendjemand ein Skribbel sehen von irgendeinem anderen Screen, wo wir gerade dabei waren? Oder wollen wir einfach weitermachen? Und wenn jetzt niemand Ja schreibt, dann ist ja peinlich, oder nicht? Nee, warte mal, ja oder nein schreibt? Was war deine Frage? Wenn jemand nein schreibt, ist das eine Frage. Scribble die, scribble die. So geht es mir auch, Sunshine Ping. Ich bin einfach zu faul, nachzugucken. Man kann es eigentlich einstellen, aber ich weiß halt nicht, ob das halt so richtig unterscheidet, die unterschiedlichen Versionen vom selben Programm. Aber wahrscheinlich muss man da einfach die richtige Exe auswählen. Ist egal. Wir können ja mal die Scribbles so im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt gleich weitergehen. Vielleicht gibt es ja besonders skribbelige Scribbles im Fortverlauf des Spiels. Ja, vielleicht fällt mir noch was anderes sehenswertes Scribbles. Was Interessantes ein. So. Genau. Zum Beispiel hier, wenn gleich diese Cutscene kommt. Mhm. Na dann, auf wie geht's? An Tagen, die dermaßen kalt sind, hätte ich das Auto fahren bleiben lassen. Vielleicht gewinnen wir ja einen Preis beim Deutschen Entwickler. Das wäre schön. Preis, ne? Beste Musik oder sowas. Sag mal, kann man hier eigentlich den Ton gar nicht, die Lautstärke? Oh, das hat er aber selber gemacht. Wie lange streamen wir heute eigentlich? Den Song bis 17:30. Den Song kann man sich aber auch nicht überhören, oder? Aber da waren Schritte, da waren... Hä? Achso, hier bin ich mitten in der Mitte. Da waren Schritte. Das Lager wurde aufgeräumt, das ist sehr schön. So. Vielen Dank dafür. Soll ich mal in die Cutscene-Scribble-Datei reingucken, oder? Guck doch mal. Oh, das Pinguin-Würgeskribbel wurde vorgeschlagen. Aber da sollten wir auf jeden Fall zu der Stelle erstmal kommen, würde ich sagen. Das Pinguin-Würgeskribbel, ja, das machen wir dann auf jeden Fall. Ich wollte jetzt erstmal einmal kurz die in so eine. Ich kann ja vielleicht auch mal die Datei öffnen, wie ich mit Rino kommuniziert habe. Die Liste. Wo hatten wir denn die Liste? Achso, die lag aber auf dem Server. Jetzt wird's ja doch privat. Mach das ordentlicher! Wie sieht denn das aus? Mann, ich dachte, du kannst das. Jetzt lacht er. Das kostet so viel Geld. Nein, das ist ja nur die Liste quasi. So, hier Projektordner.
Und dann Cutscenes. Und da liegt bestimmt auch... ich habe von Weitem nur gelesen, dummes Eis. Was ist denn dummes Eis? Nee, da liegt die Liste nicht drin. Dummes Eis. Das Spiel zum Song. Ah, hier. Das war die Liste. Ohne dich zu sein, ist jetzt für mich wie dummes Eis. Eis. Oder gibt es überhaupt noch die Cutscenes? Ja, genau, hier. Es wurde nichts gelöscht. Dann, ich bin mit dir übrigens angemeldet oben, sehe ich. Mhm. Aber ich glaube, das interessiert. Interessiert mich nicht. Genau. Da ist nichts Verbotenes im Screen, glaube ich. Deswegen kann er einmal hier reingehen. Das ist natürlich so, das ist sehr klein. Aber das war unser Arbeitsdokument. Kannst du es nicht größer machen? Ich habe hier. Doch, mache ich jetzt. Ich habe hier quasi. Habe ich das, die Cutscene-Liste. Da habe ich halt hier eingetragen, so die Cutscene mit einer ID und dann hier habe ich die benannt, damit wir wissen, worum es geht. Und hier, ob der BG schon fertig ist, also der Hintergrund, den ich gemacht habe. Achso, hier. Blau ist quasi die Cutscene und hier sind die einzelnen Einstellungen, die einzelnen Bilder. Genau, Spuren 1. Der Südpolforscher, damals hatte ich noch nicht mal den Namen von Cliffy. Cliffy, ja, das weiß ich, schaut noch zu Boden. Mhm. Pinguinspuren. Cliffy schaut hoch und blickt zum Horizont. Aus diesen vier Einstellungen bestand sie. Und wo haben wir jetzt gerade die Fahrt ans Eismeer? Fahrt von oben, Fahrt parallel. Das haben wir beides gesehen. Genau. Und so heißen die Dateien. Die dürfte ich also jetzt finden. Ne? Und hier habe ich hier die letzten Issues. Also hier habe ich immer eingetragen, was hier noch fehlt. Und da steht hier zum Beispiel Schatten fürs Schneemobil. Hä? Ich klicke hier rein, aber es klickt an die falsche Stelle. Komisch. Das ist, weil du mit mir angemeldet bist. Schatten fürs Schneemobil fehlte zum Schluss noch. Und tatsächlich hat Rino das noch nachgereicht. Und zwar so spät, dass ich das hier nicht mehr auf grün gesetzt habe. Das ist eine der letzten das Sachen. Das ist nicht fertig geworden. Oh nein. Doch, den gibt es jetzt, den Schatten fürs Schneemobil. Aber die Liste sagt, es ist nicht fertig geworden. Ja, es war nachher keine Zeit mehr übrig, um die Keine Sachen Zeit mehr, um die Liste fertig um die Liste abzuhaken. Abzuhaken, genau. Ja, das muss eigentlich die Projektleiterin machen. Das muss Cliffy machen. Cliffy führt so gerne Listen. Stimmt. Genau, aber das hier sind alle Einstellungen und alle Cutscenes, die es im Spiel gibt. Und man sieht, es ist sehr viel schön grün. Und das gleiche nochmal für die Animationen. Animationsliste. Hier. Genau, die unterschiedlichen Standardanimationen, die Walks und die Talks und die Idles und die G-Animation. Ne, da habe ich mit Lena zusammen drin gearbeitet. Pinguin mit Zünder, hier steht dann drin, welche Animationen ich selber gemacht habe. Das waren hier, selber gecleant habe auch. Das war hier zum Beispiel Pinguin mit Zünder, habe ich selbst gemacht. Feuer und Funken habe ich selbst gemacht, habe ich auch nicht abgehakt. Hier war ich mir nicht sicher, ob wir die nochmal überarbeiten. Also Cliffy hätte das nicht durchgehen lassen. Die Kulissen-Cliffy. Ne, das hier sind die ganzen Kulissen-Animationen. Ein Albtraum. Vereistes Schloss schmilzt, das habe ich auch selbst animiert. Das war auch Poki. Muss ich jetzt noch nachtragen. Sitzt auf dem Bett, steht auf vom Bett. Silhouette im Flur. Wecker ausstellen. Habe auch ich gemacht, oder? Ja, ich meine ja. BG an die Zellkulturen. Ja, die habe ich auch gemacht. Was ist bei Spielscreens? Hank habe ich auch selber animiert. Bei Spielscreens, was? Und Achso, hier geht es weiter. Das war meine eigene Liste. Ich habe ja die ganzen Screens gebastelt. Und hier habe ich jetzt quasi eingetragen, ob das. Oder muss man ja aufpassen, was da alles an Notizen drin ist. Normale Adventure-Screens sind oder ob das Close-Up-Screens sind. Das hat Gunnar beschissen gesprochen. Ja. Hasse alles daran. Wann kommt denn endlich dieses Spiel raus? Genau, aber hier habe ich tatsächlich alles abgehakt. Das war meine eigene Liste, ne? Kolo und Schatten für alle Tageszeiten. Auf jeden Fall eine grün-schwarze Regierung. Mhm. Oder schwarz-grün. Ach Gott. Ja, besser als nicht. Also für Thüringen kann man sagen, das würde mir schon reichen. Was? Ja. Hast du die Farbe auch? Und das hier ist Scripting, ne? Das hier ist. Da sind auch rote Sachen drin, aber ich glaube, die haben wir mittlerweile.
oder? Oh, das kann jetzt ganz doll nach hinten losgehen. Hammer und Foto / Wecker Hammer ablegen. Doch, die habe ich eingeskriptet. Dann mach's doch mal grün. Nee, das mach ich jetzt nicht. Fixed in 0.1, ja, zum Schluss genau, na, beim Testen haben wir dann immer so fixed in und so weiter. Inventar grundsätzlich automatisch schließen. Nee, das haben wir nicht gemacht. Da habe ich mir orange markiert, weil ich nicht wusste, ob ich das machen soll oder nicht. Ist auch schön. Atmo zu laut. Steht auch irgendwo Sounds zu laut. Ja, bestimmt. Nein. Geh mal runter. Doch. Das steht, die Frage ist, ob Poki das drin gelassen hat. Das soll so. Rutsch-Sound? Achso, nee. Geh mal runter. Gibt's das? Helikopter. Tschüss, Dinedal, schönes Wochenende. Falls du nicht schon weg bist. Achso, nee, hier, die Orangen sind gefixt, aber noch nicht getestet. Oh. Aha. Die sollte jemand anders grün machen, nachdem er es getestet hat. Absturz! Die haben wir nicht mehr gemacht. Was? Wie viele Fragezeichen? 1, 2, 3, 4, 5. Das hier wollte ich noch nach, dass Robby auch nach oben und nach unten gucken kann wenigstens. Das wäre halt ziemlich simpel und sehr effektiv gewesen, glaube ich, wenn sie da nachher noch hätte zur Decke gucken können. Naja, Kate zu Stille holpert. Tja. Tja. Hätte. Naja, das war's. So. Okay, dann haben wir das auch gesehen. War das interessant? Nee. Hier gibt es noch eine Issue-Liste. Aber es war schön bunt. Benutzt. Genau, das Scripting. Eigentlich haben wir nachher hier drin gearbeitet. Die anderen beiden sind ein bisschen drin. Bitte testen, ob das jetzt so das gewünschte Verhalten ist. Das könnte man auch. War da unten so etwa Escape-Fehler? In Grundschulen oder so gestickt über die Tür hängen oder so. Man weiß es nicht. Das, Könnt ihr jetzt Bildschirm kopieren? Kindergärten. So, wo ist jetzt das Spiel? Da ist es wieder. So. Na. Letzter Teil, allerdings geht der auf 50 Minuten. Ja. Wie lange streamen wir eigentlich heute? Haben wir das ja, schon noch gemacht? Wir haben noch schon mal gefragt. Stunde. Wir haben noch eine Stündchen. Stunde und 10 Minuten. Oh, das ist doch schön. Wir schalten nach und nach das gesamte Lied frei. Kann das sein? Ich hoffe es zumindest. So, da wären wir also. Oh. Staufach. Oh, warte mal, Staufach. Oh, Isomatte. Ja, na klar. Und ein Staufach. Und ein Kiesbuch. Ich behalte meine Ausrüstung lieber am Mann. Ich werde sie da oben dringend benötigen. Na gut, dann behalten wir die Ausrüstung. Isomatte wieder reintun. Ich behalte. Okay. Okay. Sonst ist nichts drin. Okay. Gut. Ist ja auch immer alles dann, sofort erledigt, ne? Yes. Ab auf den Aussichtsposten. Da erkennt man den Profi. Ja. Viel mehr können wir hier nicht machen. Muss ein ganz gewiefter Game Designer gewesen sein, der das so vorbereitet hat. Oh, da hinten, guck mal, ganz weiter hinten. Oh, da. Diese Windmühlen-Drehanimation, die waren ganz schön nervig für mich. Bohnenwiebe. Jetzt hat er wieder die Arschaugen, wenn er sie zuhat. Das hat schon mal einer gesehen, oder? Schön. Das ist ja. So. Ich glaube, das war mittlerweile ein Tenor. Sehr aussichtig. Hier ist eine Mulde. Agent Mulder. Ja, Mulder. So kann ich mich hier nicht hinlegen. Ich brauche erst eine Unterlage. Ich müsste noch eine im Staufach vom Schneemobil haben. Aha, haha. Wir haben, ja, jetzt haben wir einen Bug gefunden, denn wir haben sie schon mitgenommen. Und weißt du was? Ich gehe nochmal zurück. Boah. Pass auf. Und dann mache ich Folgendes. Wie gemein. Mein Bug, dein Bug. Ich rebelliere einfach wieder. Mein Bug, dein Bug, dein Bug. Und dann gehe ich. Bug ist für alle da. Oh ja, ich lasse sie offen. Oh nein. Oh ja. Oh, einfach offen gelassen. Verflucht Cliffy. Seist du. Cliffy ist echt ein das bisschen. Ist der, ja, das ist schon wieder ja, der Arsch. Ja, da ist er wieder. Da ist der Arsch. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber da, wo andere Leute ihr Gesicht haben, haben wir unseren Arsch. So. Oh. Mulde. So ein Sadist. Mulde und Scully. Oh nein, und jetzt ist das da hinten gar nicht offen. Ja. Das ist ja richtig peinlich. Ich muss sagen, das hätte Lena auch noch ein bisschen schöner cleanen können.
Ja, und ich finde, unsere Testerin hätte auffallen müssen, dass da hinten das Fach auf sein muss, wenn er das Fach offen lässt. Das mit den Augen ist sowas von klausurenrelevant. Das sieht man hinter der Windschutzscheibe nicht, dass das Fach offen ist. Sicher, dass man das nicht sehen müsste? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist direkt dahinter. Redest du das jetzt nicht gerade schön? Nein. Okay. So ist es. Gut. Hiervon habe ich bestimmt auch die Dummy-Animation. Ich hab wirklich eine relativ framereiche Dummy-Animation da gemacht. Jetzt, ich möchte einmal eine Dummy-Animation von mir zeigen. Zu irgendetwas, zu irgendwas muss das ja nütze gewesen sein. Kulissen? Nee. Nicht Projektordner. Obwohl, das könnte natürlich auch sein, dass ich im Projektordner, da wo ich mit Lena drüber gesprochen habe, dass da halt irgendwo, ach so, abgenommen, nee, das, da finde ich sie nicht wieder. Ich gehe mal in meinen normalen Projektordner. Da ist irgendwo... Alles ganz ganz übersichtlich, meine ich. Poki ist bei Poki. Poki und dann Spiele. Wo sind da Fragen? Du willst da, uns was zeigen. Aber ihr seht es ja gar nicht. Nee. Du willst etwas schneiden. 2. Du willst etwas schneiden. 21.02 ist das, ne? Ne, 03. Ne, 02. Genau. Mal gucken. Jetzt öffnet er jetzt wieder mit Photoshop Beta. Das ist doch nicht zu fassen. Ah, das war auch vor allem in der Standard-Animation von Cliffy und nicht bei Kulissen. Entschuldigung, Charles. Südpolforscher. Ja, so hat Poki das Spiel gemacht. Wie ihr das gerade live macht. Genau. Ja, wo hatte ich das denn? Achso, einmal Klick. Aufräumen den Bums hier. Klick, Klick. Achso, was da war das? Klick, Klick. Klick, Klick, ja, Klick. Ja, ich weiß, Klick. Also damals ging es halt alles ein bisschen zügiger. Ja, das wissen wir doch. Wo ist denn die? Ich glaube nicht, dass mir jemand glaubt, dass du so arbeitest. Nee, keine Ahnung. Ich sehe sie leider nicht mehr. Sie ist einfach futsch. Einfach futsch. Futschi. Kato. Standard. ISO-Matte entrollen. Doch, da. Aha. Da aber ist das ist sie. Das ist schon das. Doch, da ist meine Animation. Haha, ich habe sie doch wieder gefunden. Guck mal. So sah das nämlich aus. Cliffy hätte definitiv Angst vor Pokis Ordnung. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Unbegrenzt, ich sage mal einmal, und dann mache ich hier vielleicht auch mal ein bisschen, damit man es ein bisschen sieht, mache ich nur. Cliffy und Poki dürfen sich niemals begegnen. So sah das bei mir aus. Es war, ich habe aber hier das Original genommen, also den gecleanten Cliffy. Diese Pose habe ich nämlich selber gecleant. Und dann habe ich einfach dran rumradiert. Lup. Zweckdienlich. Huhu. Genau, das ist meine Animation. Okay. Das war nicht ganz so spannend, wie ich gedacht hatte. Nein, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das ja, ne? Suchen. 100 Pro. Und so schön sieht das dann bei Lena aus. Kann man übernehmen, dass sie es eben noch schöner gemacht hat. Das ist der schön. Ausschnitt war von dem Bauch. Das habe ich auch gesehen. Das ist einfach so cool. Also, dass du auf die Idee gekommen bist, großartig. Einfach ein bisschen dämlich. Das ist einfach so gut. Hier sind die Animationen alle so cool geworden. Das mit dem, vor allen Dingen, Lena, hier hatte ich nämlich keine Scribbles vorab gemacht, sondern einfach nur geschrieben, so, ja, Cliffy legt den Stift beiseite und dann macht sie doch, dass er die Kappe wegschnipst und alles drum und dran. Oh. Also diese und wieder draufstöpselt. Ein echter Lena. Ja. War der Ausschnitt für den Bauch? Okay, Fernglas, Stift. Ich bin bereit, alles sofort zu dokumentieren. Okay, sehr gut. Aber noch sehe ich hier keine Pinguine. Aha, okay, ja gut, dann hier Fernglas.
Feldeinsatz. Pinguine beobachten. Das Eismeer ist groß. Bewege den Mauscursor zum Bildschirmrand, um die komplette Umgebung abzusuchen. Alles klar. Das war halt hier echt ein Gamble, ne? Ich hatte keine Ahnung, als ich dieses Rätsel ist ja dieses Suchspiel halt irgendwie gesagt habe, das macht ist das, was hier passiert. Hatte ich wirklich keine Ahnung, ob das funktionieren würde oder Spaß machen würde, ob das halt cool wird, ob das halt nicht alles irgendwie. Ich wusste so ein bisschen, wir hatten was Ähnliches bei Deponia Doomsday hat und da hat Simon damals unendlich lange dran geskriptet. Dieses mit dem Bällebad, wo man halt irgendwie die Kinder im Bällebad mit Bällen bewerfen kann, so wie so aus so einer Ego-Shooter-Perspektive. Und da hat er halt ewig für gebraucht, tatsächlich. Und ich dachte so, hier mit Parallax-Scrolling und man sucht einfach nach diesen Pinguin und dann klickt man drauf, das wird schon lustig sein. Aber ja, die Möglichkeiten für solchen Schabernack mit Visionaire sind halt begrenzt. Ich habe einfach gedacht so, ach, das kriege ich bestimmt irgendwie hin. Und das war ganz lange Zeit, war das halt die übelste Baustelle, die halt super hässlich war. Das war auch einer der Screens, die ich zuletzt gecleant habe. Und ich wusste halt bis zum Schluss nicht, ob das überhaupt funktioniert, ob das, ich das überhaupt spielbar bekomme. Ich habe es erst nicht verstanden. Und dann habe ich halt, genau, und dann, ich glaube tatsächlich dieser Splash-Screen, also der kleine Tipp, genau, Anna hat halt ganz lange einfach nur in diesem Screen halt rumgesucht und ist nicht auf die Idee gekommen, mit dem Mauscursor an den Rand zu gehen. Und ich habe sehr lange, ja, sehr lange gesucht. Standst du nicht sogar daneben? Ja. Ganz geduldig und hast ganz geduldig abgewartet. Ich habe dich einfach machen lassen. Was meinst du, wie viele Minuten werden das gewesen sein? Ich wollte dich nicht beeinflussen, um zu sehen, kommt man da drauf oder kommt man nicht da drauf? Nein, ja, man kommt nicht da drauf, ohne den Tipp. Also ich komme da nicht drauf. Ja. Ich würde das jetzt nicht verallgemeinern. Ja, Bader ist auch nicht drauf gekommen. Der hat auch geschrieben, ich komme da nicht weiter. Das sagst du jetzt nur so. Nee, Bader ist ja ein sehr... Der war sowieso, der hat ja nicht bis zu Ende am Projekt mitgearbeitet, sondern hat nur so ein paar Sessions gemacht, wo er mir halt einen Stapel an Issues geschrieben hat. Ja, mit dem Fazit, Spiel ist kacke, ich gehe jetzt raus aus dem Projekt. Oder war das nicht so? Nein. Ganz so war es nicht. Nein, der hatte selber noch ein Projekt. Aber er ist wütend geworden, dass ich, dass man so viel Zeit an der Kaffeemaschine. Das musst du erstmal schaffen, Bade wütend zu kriegen, ey. Ich hätte gedacht, dass das in eurer Vergangenheit es schon häufiger vorkam, dass du ihm mit irgendwas auf die Palme gebracht hast. War das das erste Mal? Nee. Man muss halt, Bade wirkt nie so, als wäre er auf der Palme. Aber wenn man ihn gut kennt, dann weiß man, dass er ihn halt tatsächlich, dass ich ihn halt mit der Art und Weise, wie innerlich ich, war er auf, wie ich Sachen, auf Palme. Sachen wie ich so Rätsel schreibe, dass ihn das innerlich zum Brodeln bringt. So. Das reicht mich auf. Aber guck mal, wie butterweich das funktioniert. Ich musste auch nur ein Häkchen setzen, dass halt irgendwie diese... Gerade steht's wieder. Dass dass der Übergang, also dieses Scrolling durch die Maus am Bildschirmrand, dass das halt so ein bisschen smooth geht, so ein bisschen mit Verzögerung. Aha. Ich hab einen. Und was für ein Kavenzmann. Wir sehen hier offensichtlich ein typisches Stresspräventionsverhalten. Ja, und auch halt dieses Parallax-Scrolling, ne? Das war ein bisschen rumgefrickel, weil da hat selbst ich bild mir immer ein bisschen was über mein perspektivisches, mein dreidimensionales Visualisierungsvermögen ein, aber bei sowas, wenn du halt irgendwie einer Ebene sagst, wie schnell scrollst du im Vergleich zu der Ebene, die nicht scrollt. Und das halt aufeinander einzuhalten, vor allem die Screens richtig breit anzulegen und so weiter, da bin ich halt echt am Durchdrehen gewesen. Um diese Uhrzeit? Das wirft all unsere Theorien über den Haufen. Ich sollte mir das unbedingt notieren. Ja, der entspannt sich ein bisschen. Ich notiere. Toll anmerken. Okay, dann Buch. Ganz, ganz, ganz toll. Ja, und dann Kravenzmann, und dann Chillverhalten. Ja, sehr gut.
das, der Text hier war alles improvisiert. Da stand nur Murmel, Murmel oder so. Ja. Da habe ich irgendwas dumm in meinen Bart geflüstert. Ja, aufschreiben. Praktiping hat bei der Kaffeemaschine natürlich mit ihren Praktiskills glänzen können. Gibt es dir eigentlich noch irgendwelche Fragen, die wir nicht, noch nicht geklärt haben? Ich gucke so wenig auf den Chat. Nö, ist alles in Kontrolle. Ja, alles under control. Anna, so. Der Chat auch im Blick. Ja. Okay, das war Nummer 1. Oh, 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 oh. Relaxed mit den Beinen. Okay. Aha, was hast du denn da oben verloren? Und wie kam der da hoch? Pinguine meiden in der Regel diese exponierten Orte. Übrigens, diese Pinguin-Animation kam, kam auch von mir. Und die war halt wirklich sehr low effort. Also irgendwie wirklich nur 4 Frames oder so gezeichnet bei diesem Pinguin. Aber maximaler Effekt. Bin sicher. Ja, nur 4 Frames. Aber nur kann man den ganzen Weg in das Eis zu seiner Gruppe zurück. Haben wir es hier etwa mit einer ganz neuen... Oder habe ich da mehr so immer noch so ein bisschen so ein Ease-In, Ease-Out-Ding? Ja, so irgendwas dazwischen, ein und keiner ist dazwischen. Nee, aber weil die halt, genau, aber es sind die 4. Also zwei, wo der linke Fuß oben ist und zwei, wo... Ja, genau, Ease-In, Ease-Out. Genau. Wie der Fachmann sagt. War das der richtige Begriff? Ich glaube, Ease-In und Ease-Out. Ja, das Verzögern. Ich besitze dieses Animation Survival Guide Buch. Ja, ich auch. Auf Schmösis Anraten haben uns das alle gekauft. Ein Klassiker. Ich habe sogar durchgelesen. Kriegt sie Tantiem oder so, kriegt sie halt irgendwie Prozente oder so. Sie ist, glaube ich, eher Vertreterin für dieses Buch gewesen, mehr als Animatorin. das wäre sehr clever. Und ich habe da hängen geblieben. Genau, ich habe nie wirklich reingeguckt, muss ich sagen. Aha. Es liest sich auch sehr gut. Ich blätter immer mal so rein, es ist halt die Bilder sind schön. Gab es da eine Heizdecke dazu von oder Disney sowas? Ja. Oder wurde ihr mit dem Bus irgendwo hingebracht? Ja, genau. Wir sind halt mit so einem kleinen Kutter in zollfreien Bereich geschippert. Ja. In internationale Gewässer. Und da gab es das dann halt, hat sie gesagt, ist günstiger. Aha. Wenn wir noch an so einem House-Sharing-Programm teilnehmen. Seitdem wohnen Gunnar und ich zusammen mit einem Haus in den Appalachen. Ich möchte dieses Boot aber nicht kaufen. Wir können sie auch hier auf dem Wasser lassen. Das Boot fährt nicht eher zurück. Warte mal. Das ist eine gute Idee von Siffi eigentlich. Wollen wir nochmal den Pinguin-Song dazwischen hauen, wo wir gerade im Pinguin-Screen sind? Den Pinguin-Song. Ich meine, den haben wir gestern auch gespielt, Anna und ich, aber... Ja, wir machen einfach alles nochmal, was wir gestern gemacht haben. Aber sonst meckert Gunnar doch wieder. Ja. Das ist ein lustiges Gerät. Glaub einem auch niemand, ne, dass du das halt heute das zum ersten Mal in der Hand hast. Dafür klingt das halt echt ziemlich... Ich muss jetzt 2 Knöpfe drücken. Kann ja wirklich jeder. Pinguine mögt.
Am Südpol liegt kein Laub. Niemand muss dort parken. Ganz im Gegensatz zur Auffahrt meines Nachbarn. Er kann auch nicht gut parken. Niemand kommt gern rund um seine dumme Limousine. Ich glaub, er mag auch keine Pinguine. Klatscht in die Hände, wenn ihr Pinguine mögt. 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 Denn wer Pinguine mag, kann letztlich auch nicht tolerieren, wer schlecht geparkte Autos und Einfahrten blockieren. So ist doch blöd. Und in Retour überfuhr ich meines Nachbars und und wer das nicht billigt, hat auch keine Pinguine gern. Meine Damen und Herren, klatscht in die Hände, wenn ihr Pinguine mögt. Klatscht in die Hände, wenn ihr Pinguine mögt. Klatscht in die Hände, wenn ihr nicht sagt, wie ich den Gott gebringt. Klatscht in die Hände, wenn ihr Pinguine mehr mögt als die blöden Nachbarstölen, die da wieder rechtlich auf der Auffahrt lagen, wie die Feige, die mal wieder hässlich auf mein Grundstück ragen, wo die Göhren stören. Kleine Malen. Wie sieht das denn aus? Was soll das überhaupt sein? Ja, das ist ein Postbüro. Was? Postbüro? Was soll denn das für ein Postbüro sein? Das hat ja nicht mal recht am Winkel wie hier in Thüringen. Zieh mein Auto. 90 Grad zum Sonnen. Das wird hier in Thüringen ernst genommen. Akkurat geparkt und just Applaus bekommen. Nicht so krumm und schräg und überlegt, klatscht zweimal in die Hände, wenn ihr Pinguine mögt. Pinguine mögt. Klatscht in die Hände, wenn ihr Pinguine mögt. Klatscht in die Hände, wenn ihr Pinguine mögt. Klatscht in die Hände, wenn ihr jetzt sagt, wie ich denke, wie Pinguine mögt. Klatscht in die Hände, wenn ihr Pinguine, Pinguine vermisst beim Spiel. Habt ihr das auch vermisst? Naja, das ist jetzt vielleicht nicht. Ich halte es nochmal als Bild, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ja, das ist das komische Teil. Wir hätten vielleicht auch vorher nochmal vor dem Song umstanden. Zeig nochmal, jetzt wo das Bild groß ist. Ja, das ist genau, das ist mein gutes, schönes Verse Lab, so heißt es. Oh, Gunnar, jetzt wo du was ins Bild hältst, halte ich doch auch mal was ins
Bild. Wir haben nämlich unser erstes Album, was wir 2016 aufgenommen haben, auf Vinyl pressen lassen. Und da ist unter anderem auch der Song Pinguine drauf. Und unsere Unterschrift. Kann man auch abbestellen, wenn man die liebt. Kann man aber auch abbestellen. Jetzt auf Bandcamp im Shop erhältlich. Und für jede 10. Bestellung bekommt ihr einen Fingernagel von Poki mit dazu. Das ist verrückt. Wahnsinn. Jetzt können wir. Ich lege das wieder ab. Also wir sind jetzt nicht die Profis. Der Gerät. Wir sind jetzt nicht die Profis in Übergänge schaffen. Du hättest jetzt schon im Hintergrund schon aufmachen können und so. Naja, ich weiß nicht, kam ein bisschen zu spät. Nee, ich will ein bisschen die Spannung aufrechterhalten bei den Übergängen. Das einzige Schlagzeug, was der Arzt erlaubt zu spielen momentan. Finger bewegen ist okay. Ach, wir könnten deinen Arzt mal anrufen. Ich überlege jetzt, ob wir noch anrufen stechen können. Was soll der denn machen? Vielleicht soll ich mal Fenster zumachen, oder? So, die Fensterputzer schon wieder da. Ja, ich weiß Wiku, nicht. Wiku. Das ist ja noch. Wiku, what the heck? Das war eins von Renés Lieblingszitaten. Wiku aus Anderthalb Wiku. Ritter. Oh ja. Ein Meisterwerk. Das stand halt. Also das Spiel. Ja, genau, aber hier Wiku war falsch deklariert. Das sollte eigentlich halt ein Geräusch sein, aber das stand bei Till Schweiger halt das war nicht als Geräusch deklariert in der Textliste, sondern als Text von Till. Und er hatte ja, wir haben bei Barefoot Entertainment, der Firma von Herrn Schweiger. Von Herrn Schweiger, seinem Management sozusagen, ist aber seine eigene Firma, da hatten wir halt gesagt, so, ja, wir bräuchten ihn dann aber schon, wenn er das selber sprechen will, wir bräuchten ihn dann schon so 2 Wochen im Studio, weil das wird halt sehr viel Text werden. Wir haben jetzt nicht die Zeit, den ganzen Text einzukürzen. Ja, nee, aber der Till ist ja auch schnell. Das kriegen wir irgendwie hin. Das kriegen wir auch hin. 2 Wochen, kriegen wir hin. Der Till ist ja aber auch schnell. Und nachher hatten wir 2 halbe Tage statt 2 Wochen. Und deswegen hat er halt alles so hoch und runter gerattert, ne, so. Und das mit seiner nötigen Stimme. Da waren halt auch ehrlich gesagt 2 halbe Tage schon zu viel. in der Regie sitzen. Ne? Das haben wir in Berlin aufgenommen, weil der Herr Schweiger, der reist auch nicht gerne. Deswegen haben wir halt irgendwie ganz viele Sachen in der Finn hat uns halt, der findige Finn hat uns halt auch noch ein Das ist schrecklich, wer das Fenster zu macht. Sonst sind das draußen? Der Spielplatz eskaliert heute wieder. Alter. Soll ich mal zumachen? Also ich meine, es ist weniger frische Luft für uns, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen entspanntere. Wo sind wir hier hingezogen? Mit Hubschraubern und mit Flugzeugen und mit... Hier ins Dorf der Verdammten gezogen oder was? Kinder mit roten Augen und weißen Haaren. Oh, wenn ich nur Lust hätte aufzustehen. Ah, ich stehe jetzt auf. Oh Mann. Oh. Nein, der Arzt hat gesagt, ich darf leider nicht singen. Das hat er mir leider... Ich muss ihn nochmal anrufen. Moment, hat er wirklich? Ja, doch. Aber wir waren doch dabei beim Arztgespräch. Nein. Er hat doch... Das haben wir doch sogar gefragt. Nein, singen ist mir strengstens untersagt. Auch für die Mitmenschen ist das besser. So, was wollte ich eigentlich gerade erzählen? Genau. Mein Lied, meinst du Ronny? Ich wollte noch von anderthalb Ritter die Wiku-Geschichte zu Ende erzählen. Stimmt, die Wiku-Wiku. Die Wiku-Wiku-Geschichte wollte ich noch zu Ende erzählen. Und zwar, also Till hat dann halt wirklich alles in diesen 2 halben Tagen aufgenommen bekommen, aber eben halt so runtergerattert. Till, darfst du ihn offiziell Till nennen? Ich durfte ihn Till nennen, ja. Man ist in der Branche. Darfst. In der Branche sagt man Till. Habt ihr eigentlich noch Kontakt? Till, du Arsch. Nee. Der verabschiedete sich ja aus dem Studio mit: Ey Jungs, nehmt's mir nicht übel, aber das ist wirklich das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Und das, ja, danach ging es ja auch bergab mit ihm. Und das schließt halt Coco Verre ein und solche Sachen. Ja. Weißt du? Ey Jungs, nehmt's mir nicht übel, aber das war echt das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. So, aber da ging es so durch. Und dann
Und dann stand da halt eben dieses Wischgeräusch, das halt irgendwie passiert, wenn man halt mit einem Lappen über Fenster, ne? Das gehörte zu einem Rätsel, dass er das Ritterlanze, dafür kann ich halt nichts, dass der so heißt. Das war, das ist wirklich ein ich ganz hab doch gar nichts gesagt. Ritterlanze ist, also ich doch, hab, ich hab doch gar nichts gesagt. Ritterlanze ist aber auch schon lustig. Ritterlanze, ja, der, weil er so ein lustig. Stecher ist, so. Du ja, weißt du? Und so, naja. Das ist lustig. Ja, nee, aber so, das ich war halt das Niveau von dem Stoff. Ich habe ein einfaches Gemüt. Genau, aber wir haben halt uns darüber hinweggesetzt und wir haben halt irgendwie einfach haben freigedreht, René und ich und halt irgendwie auch alle, die sonst mitgearbeitet haben und haben halt einfach nur Quatsch gemacht, ne, die ganze Zeit über. Und dieses halt irgendwie, dass er dann für irgendein Reste musste er halt so, wiku, wiku, so eine Scheibe sauber putzen. Genau, und Till war halt so im Schwung und das war halt sein Text, ne? Also als sein Text markiert. Wiku, wiku, what the heck? Wir haben halt nur diesen kompletten wiku, wiku, what the heck? Diesen Soundsample hatte René halt irgendwie seine komplette Delik-Zeit auf dem Desktop liegen. Wiku, wiku, what the heck? Gespielt. Oh, das ist unglaublich. Den Stinkefinger, meinte. Ja, den King. Stinkefinger, genau. Den. Ach du. Ah, den kannst du nicht auswendig, ne? Nee, den kann ich nicht auswendig. Du darfst ja auch nicht singen, aber. Und kam an gestern, ja, danke schön nochmal. Alles gut. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich die Akkorde noch weiß. Und den Zettel, wo ich die ganzen, also die ganzen Freizeitshorts-Zettel, die ja, schweben, die schweben hier, die sind überall. Halt irgendwie auch ja, in den unterschiedlichsten Kartons gepackt wahrscheinlich. Ja. Die waren halt schon vorher immer in den abenteuerlichsten Schobern. Und dann lagen sie immer im falschen Schober im Weg. Da geht's schon los, es sind mehrere Schober. Es gibt eigentlich einen Schober für jedes Mal. Heuschober. Ja, wir haben halt nie einen extra Schober quasi besorgt, noch zusätzlich für die Freizeitshorts. Du meinst einen Schober? Ein Schober. Ein Shorts-Schober. Ein Schober. Ein Schober für die Freizeitshorts. Schober. Schober ist draußen, wo das Heu reinpackt. Schober. Für schlechte Zeit. Also wenn du erst einen Schober hast für die Sachen, dann ist es eh zu spät. Was ist denn ein Schober? Ein Schober ist ein Stall für ja, ein Schober. Hütte. Und ich habe das Bogi immer geglaubt, wenn er gesagt hat, er braucht Schober. Ich brauche immer einen Schober. Ist alle losgegangen und kam halt mit dem Stall zurück. Und ich habe mir halt gebuckert. Kennt ihr nicht die guten alten Leitz-Schober draußen im Allgäu? Am Hof. Bei den Bürobauern. Nee, es gibt doch noch einen anderen Schuber. Warte mal. Es gibt noch Nina Schuber. Aber Nina ja. Schuber, der. Die hat aber im Waldberry Lady. Wieder was anderes. Nee, warte mal, ich wollte hier den Schuber. Aber statt den Stinkefinger machst du jetzt den Schuber. Schubert. Ja, und den Stinkefinger kann ich aber auch anmachen gleich. Nee, den meine ich nicht hier. Aber um zu beweisen, dass es noch einen anderen Schubert gibt. Den kann man ja sonst nur einmal im Jahr spielen, deswegen. Ich wollte eine Extended Version machen dieses Jahr zu Weihnachten. Was sagt ihr? Wir sind Baumwerk von Pokéton. Wir schreiben jede Woche einen neuen Song. Ja, das ist und das ist der von Lina. Ja, geil. Schubert, der Weihnachtsschuh, geht den Weihnachtsweg. Bleibt am Weihnachtskernstein stehen und trotz dem Köpfchen und dem Glitzer und dem Lämpchen und Lametta und dem ganzen Glitzer wird er von den Kindern übersehen. Schubert, der Weihnachtsschuh ist so dargeknickt, tritt in nen Weihnachtshundehaufen und verteilt die ganze Scheiße in der Weihnachtsschubidube. Da kommt Santa Claus und sagt, Schubidubadu, ich zieh dich an und tanzen wir den Dubi-Dubi, Weihnachts-Dubi-Bu. Ich Schubert, der Weihnachtsschuh, so wie er tanzen kann. Auch wenn er nach Kaki riecht, zieh ihn dir ruhig an. Zieh ihn dir ruhig an. Hier, warte. Das ist doch mal was, das sollte doch mal hier dieser Roger Cicero.
Sollte das mal. Roger Cicero. Der ist tot. Der ist tot mittlerweile? Was? Wie, woran ist der gestorben? Mittlerweile seit vielen Jahren. Oh, ich war auch jung. Ich wollte Ruhe popeln. Der war doch jung. Ja, das war ja der Skandal, wollte ich gerade sagen. Das war ja der Schock. Du weißt wieder mehr. Was? Als woran ist denn der gestorben? Ja, der ist wie sein Vater auch erblich irgendwie auch an so einer Grinsel im Kopf oder irgendwas. Oh nein, der ist, und der ist umgefallen und war tot. Und dann haben wir niemanden mehr, der Schubert vernünftig als Weihnachtsswing-Version. Nee. Naja, gut, es gibt noch. Das ganze Genre des Weihnachtswings ist jetzt. Hier, Colin Gable. Genau, Colin Gable? Wer ist der Colin Gable? Nicht Colin Gable, der Bruder von Colin Gable. Der Clark Gable. Big Band, nee, das ist so der deutsche Michael Bublé. Ach, Michael Bublé könnte ja. Ja, aber der deutsche Michael Bublé, das ist der Gable. Nicht Colin Gable, sondern sein Bruder. Hugo Klaus Gable. Nein, wie heißt er denn? Bodo. Chat, weiß jemand, wie der Bruder von Colin Gable heißt? Der Bodo Musiker. Gable. Bodo Gable. Da möchte ich lieber Robbie Williams mit Günther Gable. Günther Gable. Clark Gable, ey. Weiß noch irgendjemand, welche Nummer der Stinkefinger war, hatte? Das war auf jeden Fall. Ich habe ihn. Ja. 36, falls jemand nach. Nummer 36, süß-sauer. Und mit der Nummer 36. Der Gunnar, der Bergmann. Dreimal anrufen, nicht mehr wieder anrufen. Wir sind Baumann, Bergmann, Pogeton. Wir schreiben jede Woche einen neuen Song. Außer, dass wir es nicht mehr machen. Und das Gott sei Dank. Ist der von dieser Woche. Ich bin ein Typ, der eher selten was sagt, der gerne im Hintergrund verschwindet. Wenn ihr mal meine Meinung erfahren wollt, fragt ruhig, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ich bin hier hinter meinem ausgestreckten Stinkefinger, weil ihr beim Punkt mich aufzuregen. Ich bin hier unter meiner Denkblase, wo fickt euch drin steht. Ich bin vor allem am Überlegen. Tom Gebel, genau, Dankeschön. Um euch scheitern zu sehen. Sexy Motherfucker! Wie kriegen wir dich denn dazu? Wie kriegen wir dich denn dazu, dass wir da einen kompletten Song draus machen können? Ja. Ja, gut. Jetzt wurde es so gesehen. Alles eine Frage des Geldes. Ne? Die ganzen Bandmillionen. Kann man ja drüber reden. Ne? Müssen wir die ganzen Bandmillionen anschneiden, die Anne Horte. Der Song der Stunde schreibt. Der ist einfach, also irgendwie müssen wir, wir finden schon einen Deal. Ich bin hier, ich finde auch ganz gut. Das war diese Phase, wo ich halt immer diese Wechsel zwischen Dur und Moll auf demselben Akkord so gerne gemacht habe, ne? Ich bin vor die Gesichter. Ich bin. Du musst aber jeden Akkord einzeln suchen hier bei dem Song. Das ist ein bisschen traurig. Weil man einfach nur im Bild bist. Wenn jetzt jemand einschaltet, dann sieht es so aus, als würdest du da einfach. Mach doch mal wieder Vollbild, oder? Der arme Gunnar. Der Bus ist hier vertreten. Und dann? Die ersten Akkord habe ich. Also so ist jede Probe eigentlich. Gut, dass wir gerade nicht proben. Poki? Ja? Entschuldigung. Ach so, ich bin... Oh, Entschuldigung. Wir sind noch auf Sendung. Ich bin abgelenkt.
Das kannst du dir nur leisten, wenn du mit uns alleine bist. Eigentlich nicht mal. Oh, also echt mal aber echt mal eine Gunnar Only Single. Ja, finde ich auch. Das finde ich auch. Und dann zum ESC anmelden. Ja. Ah, das ist cool. Ja, egal, wir waren eigentlich beim anderen Projekt, oder? Ach, da war ja was. Da, 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 da. Doch, wenn jemand. Oh, die kleine Anni hier, wie sie hier sitzt. Wirklich? Immer wenn ich hier so am Rumpeln bin. Gleich mal aufschreiben, bevor ich den Gedanken wieder verliere. Aber der ist alleine. Im Wasser, sieht das nicht. Auf dem Eisberg. Man sieht es nicht, Cookies. Okay. Ich sehe was du nicht siehst. Ja. Ihr macht meinen Running Gag kaputt. Was ist denn dein Running Gag? Dass ich hier, warte mal, dass ich immer warte, bis irgendjemand cheert, bis ich den Bildschirm wieder zurückschalte. Ach so, ja, aber haben wir dir jetzt deine Masche kaputt gemacht? Gut. So. Dann. Let's fetch. Keiner mehr. Der ist auch gegangen. Wir schreiben auch mal sehr lange. Oho. Ein Ei. Wir haben ja auch noch irgendwo eins, ne? Und noch einer. Wir kriegen es jetzt übrigens offiziell heute auch nicht mehr fertig, ne? Jetzt sind wir kriegen es übrigens heute offiziell auch nicht mehr fertig. Ach. Nee. Jetzt ehrlich. Da sollten wir vielleicht auch. Wir sollten uns das auch nicht mehr vornehmen, das nochmal irgendwie zu beenden. Nee. Geht einfach immer weiter. Einfach häppchenweise. Wir sollten akzeptieren, dass es immer weiter geht und immer weiter. Ja. Macht ja nun wirklich alles verkehrt? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der will mich an der Nase herumführen. Wir können ja nicht einfach die ganze Fachliteratur wegwerfen. Mhm. Besonders nicht den Teil, den ich geschrieben habe. Dokumentieren muss ich das aber trotzdem. Aber was dokumentiert man da? Wird schwierig. Ja, Kopfstand und hat sein Ei auf der... Das ist ein schöner... Er sagt es so im Vorbeigehen, aber eigentlich stelle ich mir das so ein bisschen vor, dass das halt im... ein Problem in der Wissenschaft ist das Ego-Bias sozusagen. Neben allen anderen Biasen, durch halt irgendwie, wodurch die Forschung finanziert wird, gibt es vor allen Dingen aber auch das Ego-Bias, dass halt irgendwie Forscher keine Lust haben, wenn sie halt auf neue Ergebnisse kommen, sich selbst zu widersprechen. Ich bin so alt, ich kann mir immer nicht merken, für was Bias nochmal steht. Ich weiß nicht, ich dachte, das ist einfach ein, tatsächlich, ist das ein Akronym für irgendwas? Ich kenne das einfach so als... Ja, Bias. Aber jetzt meine ich es nicht wörtlich, sondern Bias. Was es bedeutet. Ja, Bias, ja, genau. Aber ich weiß nicht, ist es wirklich ist eine Abkürzung für irgendwas? Was es bedeutet. Ach so, das ist quasi, wenn man beeinflusst ist... Also wenn die zum Beispiel in der Forschung, eine Forschung beeinflusst ist durch irgendetwas. So ein Beispiel, durch Finanzmittel oder es gibt zum Beispiel Gegenwartsbias, dass halt in Statistiken halt immer aktuelle, ne, so in Hitparaden halt immer aktuelle Titel ganz vorne stehen. Das ist Gegenwartsbias. In den Alltime, was ist der beste Film aller Zeiten? Wie? Alien Romulus? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das ist halt Gegenwartsbias. Der taucht halt dann irgendwie kurzfristig, weil die ersten Rezensionen eben noch keine Langzeitdingen sind. Und so können halt wissenschaftliche Studien, Statistiken und so weiter durch alles Mögliche gebiast sein. Ah. Bringst du mir ein Bias mit? Eine Studie wurde von den... dazu, wer sind die besten Politiker, wurde von der AfD rausgegeben. Das ist natürlich neutral. Total. Mach die Tür zu, wenn du gehst, wurde über 1000 Mal gestreamt übrigens. Oh, mach die Thüringen zu, wenn du gehst. Ja, ich krieg die Tür nicht zu. Diese Tür hat keine Klinke.
Tschüss, Thüringen. Bis morgen haben wir uns noch. Und dann. Und dann ist leider. Dann war es das leider. Da muss man immer. Wenn wir nach Sachsen wollen, müssen wir dann immer andersrum fahren. Gut, dass wir am 25. Ich weiß es nicht mehr, im Oktober in Leipzig spielen. Ja. Aber ich glaube, also meine Hoffnung ist ja, Leipzig wird halt dran vorbeischraddeln. Mhm. Und halt irgendwie eine. Ja, und da, wo wir halt spielen. Eine Enklave. Da, wo wir spielen, sowieso in dem Stadtteil. Ja, ich meine, Leipzig ist ja wirklich so das gallische Dorf von Sachsen. Ne? Also da ist ja noch alles okay, so, wenn man sich da die Wahlergebnisse. Nur rundherum ist es halt. Ja. Thüringer Klöße. Sehr gut. Was haben wir nur, ich am liebsten. Was haben wir nur ohne Praktikum gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Bring mir Bias mit. Ich glaube ja. Meine Vermutung ist, dass in der US-Wahl im November, dass Texas könnte flippen. Oh. Texas könnte flippen. Oh. Weil der Ted Cruz ist halt sowieso, glaube ich, einer der unbeliebtesten Politiker Amerikas. Oha. Und bislang halt bis auf Texas in weiten Teilen. Also Texas hat halt vor allen Dingen ein Bias-Problem. Die haben ja ihre Wahlkreise, das heißt Amerika. Wie nett. Dankeschön. Oh, wie nett. Ja, da hatte Praktiping hatte noch gar kein Abo. Na, da umso besser. Zeit wurde es. Genau, das heißt Gerrymandering. Die stecken die Wahlkreise so, und zwar immer die Partei, die dort an der Regierung ist, dass ihre Wählergruppen halt mehr zählen als die Wählergruppen der anderen Partei. Ja, und da sie nur zwei Parteien haben, ist es auch relativ einfach. Die müssen halt einfach so, okay, jetzt gehen die Wahlkreise hier rum und darum und darum und darum. Und so, aber hier wohnen doch alle Afroamerikaner plötzlich in dem Wahlkreis, der nur ganz wenig zählt. Ja, das macht nichts hier. Da ist nun mal die Wahlkreisgrenze, guck mal. Aber wir wollten alle demokratisch wählen und wir hätten doch den anderen Wahlkreisbezirk. Naja. So, und dann wird dadurch halt irgendwie die, ne? Werden dann dadurch quasi die Wahlen beeinflusst. Gerrymandering. Bevor dieser unfassbar gute Gag verloren geht, Britney Spears. Britney Spears. Schön. Der ist schön. Genau. Das könnte man also nicht in Thüringen unbedingt, aber in Sachsen könnte man das einführen. Gerrymandering. Das ist halt irgendwie die Wahl. Obwohl, wir haben ein anderes Wahlsystem, da ist das halt nicht so, dass die Kreise einzeln gezählt werden. Dann geht es nur darum, wie viele Kreise hat irgendwie das Bundesland gewonnen. Britney Spears. Gefragt, wer ist Gerrymandering? Das ist der uneheliche Sohn von Bob und Harley Mandering. So. Jetzt geht's weiter im Text. Losse, einfach in der Luft. So, okay, Punkt, Ausrufezeichen, unterschrieben von Dr. Cliffy. So. Ich glaube, der malt das. Marilyn Mandering. Okay. Mandering Mans. Wir meandern. Was ist mit ein? Was ist eigentlich mit Tobias? Ich stelle mir gerade vor, wie BP in Magdeburg. Tobias. mehr fällt mir dazu nicht ein. Naja, das ist der Mama nochmal. Der hat aber nochmal einen. Tom und Bill Bias. Nee. Hier, in Magdeburg. Wir sollen in Magdeburg Tom Kaulitz spielen. Das wäre schön. Ich habe mal wir dokumentieren Praktikum für die Wissenschaft beim offenen Kanal in Magdeburg gemacht
Und hast Tom Kaulitz interviewt. Nee, fast. Ich bin ihm möglicherweise so nahe gekommen wie, ja, wie sonst keine andere Person. Ich habe zusammen mit meinem Kollegen den angeblichen Friseur interviewt, der die Frisur von Bill Kaulitz quasi entworfen hat. Die Frisur. So im Nachhinein und aus Erwachsenenperspektive glaube ich aber, der hat uns veräppelt. Ich glaube, der hat damit nur Werbung gemacht. Ich glaube, das stimmte gar nicht. Und ich meine auch in einem Interview mal gehört zu haben, dass Bill und Tom Kaulitz selbst erzählt haben, dass es wohl in Magdeburg einige Friseurläden gibt, die eben genau mit sowas sozusagen, ja, Werbung machen oder Proben. Genau, es ist halt, ne, irgendwie wie auf Kuba, überall hier ist die Kneipe, in der Hemingway getrunken bis hat. Bis auf die eine Kneipe, in der Hemingway nicht getrunken hat. So, also, gibt es halt die Friseursalons in Magdeburg, in denen hier frisiert wurde, ja. Der ist ja auch für eine Frisur wahrscheinlich von eine Woche lang von Friseursalon zu Friseursalon so gepilgert. Ja. Ohne zwischendrin zu schlafen, oder zu essen. Ja, so. Aber gut. Genau. Ich war jung und brauchte das Praktikum. Siehst du Watching Wombat? Ja. Alles schön notieren. Alles könnte wichtig sein. Alles. Wirklich, alles. Auch wir alle haben mal als kleine Praktikanten angefangen. Und vor Gericht verwertbar. Genau. Ja. Ich habe auch mal ein Praktikum gemacht. Diesen Beitrag gibt es bestimmt auch noch. Den findet man bestimmt auch irgendwo noch in den Untiefen des offenen Kanals in der Mediathek. Wer hat nicht mal ein Praktikum gemacht? Ja. Aber ich meine, famous? So famehaft war famigstes Praktikum jetzt auch nicht. Ich habe es immerhin zu Jan Fedder geschafft. Das ist schon fast. Und der hatte einen Scheißtag. Das leider war auch quasi wie in Hollywood. Und was war dein famosestes Praktikum? Mein famosestes Praktikum war in der Siebdruckwerkstatt. Oh. Da hatte ich es mit Rakeln zu tun. Ah! Daher weiß ich, was Rakel sind. Full Circle Moment. Ja. Wow. Das ist. Also wurde, da wurde quasi der Fame schon vorweggenommen. Jetzt stehe ich aber ganz schön dumm da mit Jan Fedder. Ja, Rakel. Auch Jan Fedder muss zum Pinkeln an die Tanke. Musste mal. Ist ja auch schon, ne? Wie Cicero. Und Jan Fedder, die sind halt alle mittlerweile nicht mehr. Wenn man das Studiumspraktikum mit einzählt, da kann ich dann mit Brösel aufwarten. Bei einer Trickfilmzeit damals. Das war's. Guck mal hier, da wird ordentlich geraket bei uns. Können wir Tom Kaulitz aus dem mit Dingensschlagzeug, mit Elektroschlagzeug? Ja. Also ich dachte, können wir Tom Kaulitz anrufen? Können wir Tom Kaulitz anrufen? Können wir auch. Ist er auch in der Jury vom Entwicklerpreis? Hat er Geburtstag? Das sind ja die zwei. Kriterien. Aber da komme ich nicht ohne Text aus, muss ich sagen. Ich hoffe, ich finde den Text auf dem Server. Da geht die Tastatur vom Board. Da rakelt die Tastatur vom Tisch. Rakel die Dakel. Was für ein Gerakel. Wir müssen das Brot halten. So. Das kam von Janis, war auch anderthalb Ritter. Da hat so. Ja, aber die Frage ist jetzt, über welchen Gag hat Godot. Wir müssen das Brot halten. Achso, okay. Das war ein Jan Fedder Zitat. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Das Boot. So. Wo ist das eigentlich drin? Ist das noch in Freizeitshorts oder ist es? Ist das schon in Freizeitshorts oder ist es schon in 2024 Singles? Oder macht es die Shorts noch aus? Steckt es schon in den Freizeitshorts? Ist es schon in die Shorts gestiegen? Ist es noch in den Freizeitshorts oder liegt es schon in der... Oh, ja, so ist alles drauf. Na gut. Das ist einfach viel Text bei dem Song.
Okay. Thomas Anders, auch nicht schlecht. Ist eine singende Persönlichkeit, so kann man es auch okay. Nennen. Oh Mann, jetzt blamieren wir uns auch noch auf die Welt. Ich hänge immer noch an Britney Spears. Oh, oh, war 94. Oh, das heißt, es muss jetzt gut werden, oder was? Ja. Scheiße. Happy Zwillinge. Sind das die Kaulitz-Brüder? Nee. Wir haben gerade über euch gesprochen. Wir haben gerade über euch gesprochen. Tom Nein, und Bill, herzlich willkommen. Zwilling. Oh Gott, was wie was wow. Soll man denn jetzt sagen? Happy Zwillinge, kennen also, wir die? Also wir sind eine jetzt Band. 94, wow. Wir sind eine Band zu dritt. Gitarre, Schlagzeug, Bass. Er singt und er hat Computerspiele gemacht. Und jetzt hat er das Gute mit dem Besten vereinigt und hat mit der Band ein Computerspiel gemacht. Dünnes Eis. Hallo, das bin ich. Ah, ich bin hinterm Chat, deswegen. Und eigentlich versuchen wir seit 3 Folgen zu reacten auf Gronkhs Reaction auf unser dünnes Spiel. Eis. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Deponia, ja genau, das war das. Und ihr erwischt uns quasi in flagranti dabei, wie wir schon wieder abgeschweift sind und was anderes machen als zu reacten. Ich hänge fest. Genau, wir wollten gerade, als ihr reingeplatzt seid, aber erstmal, vielleicht erzählt ihr einmal kurz, was ihr gemacht ja, habt. Ja, was habt ihr gemacht? Weil. Erzählt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Kanal Happy Zwillinge kenne. Wer hat euch geschickt? Wer denn hier geratet? Die Happy Zwillinge haben geratet. Ach so. So. Kenn ich nicht. Kennst du Happy Zwillinge? Ja, wir wollten gerade eine Musik machen. Wir haben, was? ETS 2 gespielt. War sehr chaotisch. Oh, das kennen wir. Also dieser Stream hier ist eigentlich auch die ganze Zeit chaotisch. Wie schon gesagt, wir versuchen seit Stunden... Als Game Designer ist mir das sehr peinlich, aber ich weiß nicht, wofür ETS steht. Euro Truck Simulator. Ah. 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 Ja. Ah. Oh. Manchmal verstecke ich mich auch. Und dann bin ich wieder da. Und dann verstecke Kennst ich du von Gronkh die beiden Zwillinge? Ach so. Oh, dann bin ich wieder da. Die müsste ich von Gronkh kennen, die Zwillinge. Ja, ich muss ja sagen, ich gucke mir meinen lieben Herrn Bartbruder viel seltener an, als man denken könnte. Ich komm wirklich selten dazu, mir mal einen Stream von ihm anzugucken. Die sind auch immer so lang. Der streamt einfach immer viel zu lang. Ja, also... Wir machen das knapp. Hast du ihm das auch schon mal persönlich gesagt? Knapp. Das ist schon wieder dein Tourette, oder? Hast du ihm das auch schon mal persönlich gesagt? Ich habe das Tourette gelesen. Wir haben vorhin gerade drüber geredet. Ja, aber ich habe das gelesen. Dass man das sagen soll. In so einem Fachbuch für Smalltalk. Ja. Das ist dein Buch. Jetzt kommt auch noch die Sausebahn. Da kommt die Sausebahn. Wundert euch nicht, das ist unser musikalischer. Wir haben. Tschüss, Happy Zwillinge. Tschüss, macht es gut. Danke für den Raid. Ihr habt euch den Feierabend wohl verdient. So, wir wollten gleich Musik machen, aber jetzt wollte ich erstmal noch mal kurz, muss ich was zu dem. Das ist so, als ob ganz viele Leute auf einmal ins Haus kommen und man feststellt, man hat kein Bier mehr da. Richtig. Was macht man denn jetzt? Na, das, was wir immer machen. Na gut. Ja, komm, wir machen jetzt. Ich hoffe, wir haben das nicht geprobt alles. Ne? Ja. Gunnar spielt übrigens zum ersten ich Mal auf Ich spiele heute, ich simuliere hier auf dieser komischen Maschine Gunnar, hier. Der also, Arzt hat gesagt, Gunnar darf nicht mehr richtig trommeln. Ich darf nur meine Finger bewegen, genau. Ich habe gerade eine Herzmuskelentzündung, deswegen darf ich nur... Kein Scherz. Die Finger, kein Scherz mit dem Herz. Deswegen habe ich erstmal Schlagzeugpause bis November. Watching Wombat mindestens. Nochmal schnell los und Bias holen. Ah ja, hol nochmal Bias! Oh Gott, das ist die beste Praktikantin, die wir je hatten. Also wirklich. Ja! Du, bist, okay. Du weißt, dass du immer im Praktikstart Also das schreit nach Festanstellung jetzt auch. Mhm. Langsam. Warten wir nochmal die nächste Förderungsrunde. So. Okay, dann 1, 2, 3, 4. Was? Tom Kaulitz. Tom Kaulitz. Kannst du anzählen irgendwie? Ja. Gott, wie schnell war der denn nochmal? Ah ja. Nee.
Richtig, ja. Richtig. Es ist egal, wie du dich anstrengst. Hey, hey, hey. Es ist egal, was du erreichst. Hey, hey, hey. Es gibt einen unsichtbaren Anker. Hey, hey, hey. Der dich mit dem Bodensatz verschweißt. Gedanke. Hey, 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 warum schaust du nur so deprimiert? Hey, hey, auch saß den mal zum Pinkeln an die Tanke. Hey, hey, am Ende scheint sich jeder ein, der stirbt. Und auch Tom Kaulitz muss bei Oma Klum die Dusche wackeln. Hey, hey, auch im Oval Office wird gefurzt. Hey, hey, bemerken ihre Kids vor dem Fernseher selbst. Läuft auch nichts anderes als Pfefferwutz. Hey, hey, Tom Kaulitz muss bei Oma Klum die Dusche racken. Hey, hey, auch auf Sylt wird Bulgolax benutzt. Hey, hey, und auch im Fuß von Dave Grohl wird am Ende des Tages wohl die Fresse mit der Zahnbürste geputzt. Hey, hey, Taylor Swift hat nichts mehr zu erreichen. Hey, hey, ihr seid ihr Grammy, den Kamin sind's schmückt. Beim Hausamt kriegt sie immer noch den gleichen. Hey, hey, den Plastikbecher in die Hand gedrückt. Hey, hey, was willst du auch vom Leben groß erwarten? Hey, 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 selbst Obama nahm auf dem Zenit. Hey, hey, beim Bummel abends durch den großen Garten. Hey, hey, für Bo ein schwarzes Plastiktütchen mit. Und auch Tom Kaulitz muss bei Oma Klum die Dusche racken. Selbst Zuckerberg kriegt sich frustriert, wenn er ein Update installiert. Durch ein Belegung hin zum Datenschutz. Hey, hey, Tom Kaulitz muss bei Oma Klum die Dusche racken. Und auch der Papst hat sich am Schritt, wenn es ihn juckt. Hey, hey, in allerletzter Konsequenz kriegen selbst die Kardashians die Asche von der Pflegekraft geputzt. Zu Hause schaut er den das Klopapier am Hacken stecken bleibt. Er nimmt ne Handvoll Pillen und erlöst sich. Auch er war nur ein Mensch, ist das nicht tröstlich. Und auch vom Kaulitz muss mein Oma Klum die Dusche racken. Hey, hey. Auch in der ersten Klasse wird gekotzt. Hey, hey. Auf zwei, auf dreimal operiert. Glück, das Nase produziert. Weder Gold noch Glitter, sondern Rotz. Muss bei Oma Klum die Dusche rackeln. Tief im Netz gibt stets derselbe Schmutz. Und selbst wenn du EU-Ministerin in Brüssel bist, auf die Schüssel musst du ja nichtsdestotrotz. Bis die Fingerkuppe abbricht hier an dem Teil, ey. Ah, leider hat man die Snare gar nicht so gut gehört. Ja, die ne? Snare, die geht echt, die geht, leise, wirklich, ne? Die geht unter. So ja, hört man sie. Die Bassdrum war immer richtig, richtig gut. Der Bass, die Snare, das war, ja. Die ging halt irgendwie unter ihm. Vielleicht auch ein Geklapper von meinem. Ja, ja, weil das ist immer ja. Gleichzeitig natürlich der, der Backbeat mit deiner. Ja, das ist hier alles einfach so, ne? Das nimmt alles hier nur dieses eine Mikro auf. Was soll man sagen? Was soll man sagen? Wie es gefallen ist. So, kommen wir so. Zum Kernprojekt. Ungeprobt und achso, denn das hier, wir können das ja auch einmal hier nochmal kurz sagen, für die Raider, was wir überhaupt machen. Kein Plan und kein Konzept. Nicht geprobt, nicht weiter schlimm. Da. Zum Wohl. Genau. Wir hatten Ende letzten Jahres war das gerade erst. Das kommt mir vor, als wäre es länger her. Aber das war tatsächlich erst im Dezember. Da haben wir einmal so ein Stream in Team gemacht. Das Stream in Team heißen hier immer die Streams mit der kompletten Band zusammen. Da haben wir einen Stream in Team gemacht, wo wir nur Jingles aufgenommen haben.
das Jingle Camp. Und da haben wir halt diese ganzen schönen Jingles jetzt hier, die ich ja immer abfeuern kann. Da haben wir auch fremd gejingelt. Also da haben wir halt auch so, ne, es war halt richtig schön im Dezember so Jingle Bells und so. Also wir haben dann halt auch für andere Leute Jingles aufgenommen und so. Es war richtig lauschig. Da jingelten die Jingles. Die möglichen Wortspiele mit dem Wort Jingle sind halt auch ein bisschen eingeschränkt, muss ich sagen. So. Das auch dazu. Und eine Sache, genau, die ihr natürlich auch nicht wissen könnt, die ihr neu dazu geradet seid, ist, dass wir heute einen ganz besonderen Tag haben, und zwar nicht Anne. Hier, da. So, Release-Tag. Okay. Wir haben heute eine neue Single rausgebracht, die heißt Mach die Tür zu, wenn du gehst. Wir haben eben quasi die letzte Single gespielt, Tom Kaulitz, die wir schon offensichtlich, seit wir sie aufgenommen haben und das letzte Mal live gespielt haben, schon wieder vergessen haben, wie es ging, wie ihr eben hören konntet. Und heute ist Release von Mach die Tür zu, wenn du gehst, was ein bisschen für uns ein bisschen ein kleines Experiment ist, weil es halt ich so ein bisschen dreht durch. Electropop ist. So, ne? Indie-Pop. Wir haben sie verloren. Heute ist internationaler Annetag. Ja. Machst du den Schweigefuchs oder ist das hier der Dingenwolf? Ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist den kann man eigentlich nicht, den kann man nicht machen. Nee. Ich mach die Ente. Es gibt halt einige Handzeichen, die man nicht machen kann. Vor allen Dingen, genau. Wollen wir mal weiter? Ist das die Schweigeente jetzt oder was? Ja, ich hab hier auch so einen. Ich hab hier den Mecker-Schweigefuchs. Was ist denn los heute? Ja. Du fehlst uns. Was stimmt denn nicht? Anne macht den Jugendsand vor. Tja. Ja. Das ist der Entzug von dir. Ah. Ja. Für alle, die sich wundern, warum ich halt die ganze Zeit über aus dem Screen rausfalle, das liegt daran, dass ich ja hinter dem Chat überhaupt nichts sehen kann. Dabei ist ja schon so halb transparent. Das ist so. Aber man kann nicht alles haben. Wollen wir Gunnar einmal sagen, wie doll wir ihn vermissen? Ja, wir vermissen dich, Gunnar. Ah, ich bin noch hier. Das ändert nichts daran. Es ist zu spät. Es ändert nichts daran. Ich hätte mich vermissen sollen, als ich nicht da war. Ich war doch nur 3 Tage im Krankenhaus. Kaputt vor wie 3 Jahre. Ja, lieg mal da ohne Bespaßung. Das sind 3 Jahre gefühlt. Und bei dem Essen, ey. Meine Fresse. So, wollen wir... So! Achso, wir haben gar keine Zeit mehr, ne? Um irgendwas zu machen. Achso, es sind nur 6 Minuten. Es sind nur noch 6 Minuten. Ach, stimmt. Aber jetzt, stattdessen müssen wir halt irgendwie wollen wir noch einen Abschlusssong machen? Sind und solche dann, Nasen, ey. Ja. Wollen wir wenigstens einmal ganz kurz YouTube öffnen, damit wir den Raidern zeigen können, dass wir wirklich reacted haben. Ja. Ja. So. Von welchem Produkt wir hier reden? Richtig. Jenes, dieses. Damit das Werbefernsehen noch ein bisschen weitergeht. Das ist ja alles... alles eine riesige Werbeshow. Vollkommen uneigennützig, genau. Man Werbung für die Band, für unsere Spiele. Was haben wir auch so viele Sachen? Man kann ja... Das ist unser Spiel. Manchmal gar nicht vor die Haustür treten, eine Werbung für sich selber zu machen. Das ist unser Spiel. Genau, und so sieht es aber auch nicht besonders spektakulär aus. Ne? Schafft, wie es aussieht. Genau, hier lernen wir noch was. So das ist Bildungsfernsehen. Bildungsfernsehen, genau. Ja, okay. Ach, wir können auch nach unten. Was zum... Was, Kennen die doch. Hä? Guck mal, die kennen das doch. Ja. Ist das, doch. Ihr seid ist das Hank oder sind das Robbys Klamotten? Was zum... Cliffy wurde von Gunnar gesprochen. Also, das bin ich. Das bin ich. Ich bin er, er ist ich. Wir sind eins. Okay, ich muss nochmal. Das kann das, hab ich doch nicht. Sollen wir es dokumentieren erstmal vorher? Kann ich sowas dokumentieren? Wo ist er hin? Doch verguckt. Ah. Aha, Spuren. Und die Spuren hier passen nicht. Oh. Und so klingen wir in echt. Warte mal. Hier, muss mal kurz auf Pause. Und die Spuren passen nicht, sagt er.
Und damit hat er tatsächlich ein Rätsel gelöst, das überhaupt nicht mehr im Spiel drin war. Ach nein! Die gehörten halt zu meiner ersten Skizze, wie der merkwürdige Pinguin, der aussah. Und da war mir das aber zu viel und ich wollte es halt auch noch ein bisschen mit Hank verknüpfen, deswegen habe ich nachher den einen Pinguin. Weil also Kronk hat ein Rätsel gelöst, was es eigentlich gar nicht mehr im Spiel gab. Oh. Weil kann aber auch nicht genug kriegen. Einfach zu, nee. Genau. Das ist wirklich so, genau, wir müssen aber... Warte mal, wenigstens noch hier, wo wir gerade da sind. Weil dann müssen wir den Song gleich abkürzen, ne? Nur du siehst Gespenster, Cliffy. So, das war ich. Du siehst Gespenster, Cliffy. Da haben viele gesagt, es ist Gronkh, aber nein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit, mach die Tür zu, wenn du gehst raus, oder? Ach so, aber gar nicht, dass wir einen eigenen Song spielen. Nee, wir spielen den gleich. Ach so, wir können noch einen Song noch live spielen, kurz. Ja, schaffen wir zum das? Schluss. Okay. Einen kurzen. Wir können Happy Ends spielen, dann oder? Dann hole ich den Gerät. So. Happy wir Ends. Spielen Happy End zum Schluss und dann machen wir die Tür zu mit, mach die Tür zu, wie du gehst, so wie es früher immer war. Schon auf dem Endscreen, ne? Dann ist quasi das Hot Mic schon cold und man nennt uns auch die Coldplay aus der Wüste. So. Was soll denn? Ich habe jetzt gerade ausnahmsweise nicht zugehört, aber ich entnehme deine Reaktion. Also, ja, ich fang an. Der Vorhang schließt sich unerfolgt, sehe zu dir drüber, vorsichtig aus Augenwinkel den Kopf kaum merklich drehen. Ich glaube, du fandst den Film ganz toll und dass er dich berührt hat. Ist hier ganz gut an deinen roten Augen anzusehen. Am Ende haben sie sich im Film gekriegt, das macht dich glücklich. Das ist auch schon das Resultat meines Experiments. Ich geh heute Nacht ohne dich nach Haus und das aus Rücksicht. Es tät dir nur weh, in letzter Konsequenz. Denn ich bin nicht gebaut für Happy Ends. Dazu gebracht, mich anders zu entscheiden. Ich wollte eigentlich doch gar nicht mit dir trinken gehen. Es war eine scheiß Idee, schon bald wird irgendjemand leiden. Das fatale Ende ist doch jetzt schon abzusehen. Am Ende ist da nichts von alledem, was mal erhofft war. Ich habe das Spiel so oft gespielt. Und kenn die Konsequenz. Ich bin nicht negativ, ich sehe nur, was ich schon so oft sah. Die wohlgeformten Kurven eines schnellen Abwärtstrends. Denn ich bin nicht gebaut für Happy Ends. Ich bin nicht gebaut für Happy Ends. War gut, der Morgen auch, wir sind wohl jetzt zusammen. Es scheint alles perfekt, aber ich traue dem Frieden nicht. Der Flügelschlag des Schmetterlings lässt den Tornado kommen. Und traurig streiche ich dir etwas Haar aus dem Gesicht. Du fragst, was ich da sehe, und ich sage dir, das willst du gar nicht hören. Ich sehe die Konsequenz meines dämlichen Talents. Dies Opfer, alles was mir ist, ist am Ende zu zerstören. Und dass es für dich besser wäre, wenn du dich von mir trennst. Denn ich bin nicht gebaut für Happy Ends. Ich bin nicht gebaut für Happy Ends. Ich
Oh, was ist das denn hier? Stark. Ich habe den letzten Ton. Jesus. So, wir spielen das Spiel noch eine Weile weiter. Ja! Und jetzt, ich wollte jetzt den Song anstellen. Und jetzt etwas vernünftig durchproduziertes. Genau. Bis zum nächsten Mal. Der gute Song, jetzt kommt der gute Song. So klingt das, wenn es Profis gemischt haben. Mach die Tür zu, wenn du gehst.